So, wunderschönen guten Abend zusammen. Hallihallo, lieber Chat. Hallihallo. Hallo. Happy geht ab. Tatü, tata, tatü, tatü. Das haben wir heute gespielt, Christian und ich haben heute Tatütata gemacht. Ja, das ist richtig. Heute Mittag bei den Aufnahmen. Anfangs haben wir Tatütata gemacht. Danach war dann der so. Ja, stimmt. Alte Fahrer, Stecker. Ei, Neustadt und Passwort vergessen und Mad Max und King Kev und JK und Frosty. Ah. Und alle miteinander. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind back in Elden Ring. Tschüss. So, eigentlich wollten wir heute weiter die Unterwelt erkunden, oder? Also da, wo uns Radahn hingeschickt hat. Beziehungsweise, wo wir hingeschickt wurden. Da waren wir ja noch nicht fertig. Oder? Und Radahn hat uns in die Unterwelt geschickt. Da, wo wir gegen die Mimik gekämpft haben und gegen uns selber. Ah ja. Aber ich weiß noch, der Chat hat letztes Mal hier rumgeschrien, ihr müsst nochmal neu laden und irgendwas passiert hier. Mir ist auch etwas aufgefallen heute Morgen. Chat. Das finde ich ganz spannend zu sehen, wie sich dann der Spielstil ändert. Aber ich sag mal, wir sind über jemanden drüber gelaufen. Ich weiß nicht, wie wir das übersehen haben, aber wir haben so einen NPC übersehen. Den habe ich gefunden. Was war denn hier noch? Warum sollten wir den nochmal neu starten? Wegen hier 4? Da hinten war die Tür auf. Toll. Jetzt deswegen rechts. Sollten wir neu laden. So, wer ist hier drin? Wer bist du denn? Das ist ein Item. Oh. Ich das haben? Wait, ist das nicht die? Die ist aufgestanden. Ist das nicht die? Hat die umgebracht? The exalted noble. And wait, now, what? I must bid you goodbye as well. Ich wusste doch! Mit dem Dolch! Nee, hä? Aber wir haben den Dolch. Deathbed companion. Jetzt geht die auch einfach. Disturb not the death of Godwin, the exalted. Irgendwie hat die was in ihrer Brust stecken. Oder er auch. Live in waiting. To one day, welcome our lord. What right does anyone have to object? Our lord will rise. The lord of the many and the meek. Fuck you. Skitty einfach. Okay, dies Klangperle und das ganze Set. Zwillingshelm, Zwillingsrüstung, Zwillingsstulpen, Zwillingsbeinschutz. What? Hat den einfach umgebracht? Ja, oder er sich selber? Ich meine, wir haben eben den Dolch gegeben. War der Dolch vielleicht vergiftet oder irgendwie, weiß ich nicht. Hat der Dolch ihn umgebracht oder war das für ihn so, oh, ich habe jetzt den Dolch bekommen, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, also, aber da wächst so Zeug aus dem raus. Ja, das ist genau das, was auch dem Zauberer aus dem Arsch wächst. Stimmt. Was haben denn unsere Mates da hingeschrieben? Genau, also Roger. Roger sollten wir. Oh oh. Okay, pass auf. Ach, ich wäre besser in die andere Richtung gegangen. Wo ist er denn? Da. Ein Helm aus Gold und Silber, verschlungen wie Zwillinge, die ein Schicksal teilen, stammt von dem als die bekannten Duo. Jeder Zwilling besitzt einen Körper und einen Verstand, aber sie teilen sich eine Seele. Nicht einmal stehen sie Seite an Seite. Nicht ein Wort sprechen sie zueinander. Vielleicht sehnt sich dieser Helm nach dem anderen die. Das ist so ein Sexwitz auf Englisch. Ja, aber wirklich. Ups. Rüstung und Gold und Silber. Jeder Zwilling besitzt einen Körper. Okay. Den anderen Zwilling kennen wir noch nicht, oder? Ne, ich glaube, er war der, also vielleicht war er auch beides. Ah, du meinst so aneinander gepappt. Okay, und die Tür ist zu.
Also sind wir nur hier reingekommen, um zu sehen, wie die stirbt. Ja gut, dann müssen, wir müssen jetzt die Nachricht dem Roundtable überbringen, ja. Keine Ahnung. Wem? Wo sind die denn jetzt? Also ne, der Schmied war da, okay, ich war nur blind. Ich dachte gerade, Alter. Aber hier müsst ihr ja, jetzt können wir uns nicht mehr umarmen lassen, oh. Roger, wo bist du? Mord. Andere Seite. Oh, hoppla. Lass mich da durch. Mord. Ne. Der ist jetzt auch hin. Ja, der hat uns schon gesagt, der will ja fett schlafen gehen. Ja, aber doch nicht jetzt. Vielleicht ist die Rüstung besser. Stimmt, Christian. Versuch die mal in dem anderen Menü zu vergleichen, damit wir sehen, ob die besser oder schlechter ist als unsere. Also, ja, die ist besser, aber deutlich schwerer. So, ja, okay. Was haben wir denn sonst noch? Die Stulpen. Auch schwerer. Gibt uns ein Gleichgewicht mehr. Ja. Aber die sind noch besser und die könnten wir auch anziehen. Die sind in allem besser und wir hätten mittlere Last. Also Stulpen des verbannten Ritters, da bin ich gerade für. Okay, damit haben wir 25 Gleichgewicht mit den Stulpen. 26. Okay. Moin, Umiolm. Mal hier, Fashion Souls geht weiter. Können wir denn sonst noch wen petzen? Warte mal, wer hatte denn noch was hier mit? Eigentlich keiner. Ja, vielleicht der Allwissende. Der ist so ein bisschen der Chef, der muss doch wissen, wenn hier einfach gemordet wird. Ja, vielleicht ja auch was mit dir hier. Nee. Ja, aber der ist ja nur... Ja, ja, Capital Schmapital. Na, okay. Mir ist auch aufgefallen, wir sollen nochmal uns chillen und nochmal zu Roger. Nutze Info. Wo man die erste große Rune findet, die findet man ja auch an so zwei Fingern, die kaputt sind, ne? Ja. Was können wir denn jetzt hier mehr kaufen? Vielleicht ist das auch bei Klangperlenhändler 1. Ja. Ah ja. Ah. Ach so, ja, das ist ja praktisch. Das sind die Sachen, die die verkaufen, damit du die weiterkaufen kannst, wenn ich sterben. Das ist ja smart. Okay, dann ist jetzt nur die Frage, hier sind wir, glaube ich, durch. Also noch einmal rasten und nochmal zu Roger. Ist er dann wieder wach? Ja, können wir auch hier rasten, oder? Ja, einfach am Stuhl. Ja, am Tisch. Oh. Naja, ist immer noch der gleiche, alles gut. Aber das wird mehr. Echt? Du siehst nicht mehr so fresh aus, mein Freund. Ja, wir haben nicht gerastet. Da haben wir gerastet. Pass auf, wir machen einfach mal Zeitvertreiben bis zum nächsten Morgen. So. Normalerweise hat doch immer gereicht, einmal ans Feuer sitzen. Gut. Aber vielleicht ist das ja... Der stöhnt immer noch vor sich hin. So. Also. Da müssen wir hin. Geilerweise waren wir nicht beim Teleskop scheinbar. Und wenn wir da waren, dann ist es noch schlimmer. Dankeschön, Brummelchen, für den Resub und Kefka und Hans with the Gas und Save Sebastian und Beak Sneak. Oh, nee, Beak Snack. Neuer Sub, hallo und herzlich willkommen. Lee M. Leeson, Janis,
Body Life Music, der Kutschi, CRX07, Burnman, Sir Aiming, Lord Gamadon. Vielen Dank euch allen. Sehr schön. Christian zockt gerade. Ja, ich bin hier quasi drauf gestoßen, weil hier gibt es öfter diese kleinen Rundbauten. Die stehen hier überall rum. Meistens sind da eigentlich, also da sind eigentlich immer Items drin. Und hier war ich ein bisschen enttäuscht und dachte mir erst, hier war es schon, aber hier war ich noch nicht. Please. Over here. Hello. Hello. Chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian. And now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps. That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Ah, Chat ist keine ungesunde Haltung, die ist Gamerin. Oh, thank you, dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. The thug should be resting, please. Okay. I must have. So, und von hier aus kann man schon sehen und denkt sich, boah, guck mal, da ist ja ein Händler. Da ist ein Händler. Ich glaube, den haben wir. Ah, der sitzt da auch noch, okay. Ich dachte, nachdem wir bei Redan so abgegangen sind. Ah, das ist ja sogar eine Gnade. Ich hatte mir nämlich gedacht, die beiden sind viel zu weit auseinander. Irgendwo ja, das muss stimmt. Ja noch eine sein. Patches. Oh, well. It's been a long while. It's me. Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only supplier, so I haven't got much. But everything here is top notch. Patches Emporium. Now open in Rhea Lucaria. Hm, was ist wohl mit seinen Zulieferern passiert? Tja. Oh, apropos. By the way, have you met that girl Rhea? She's a strange one. But I believe she was in need of help. Wir haben gerade kennengelernt. Any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? Haben wir schon. Lol. Das ist ein anderer Hinweis. Bei Mia hat er genau das gesagt, was ihr geschrieben habt, dass du unten im Lucaria Castle dich fangen lassen sollst und dann wirst du weggeportet. Da wir das schon gemacht haben, sagt er jetzt, jo, hilf doch mal der einen da. Ist ja abgefahren. Ja, ich glaube, das hat er letztes Mal schon gekauft. Das hätten wir uns sparen können. Ja, das stimmt. Das haben wir immer noch. Cheers for that. Cheers for that. Er sieht ja wieder munter aus, nachdem Radan ihn mies zerlegt hat. Radan hat ihn nie mies zerlegt. Der ist ja instant wieder geflohen. Wir haben den gerufen, der ist gekommen, hat sich Radan angeguckt, ist wieder gegangen. Der hat nicht einen Kampfakt ausgeführt. Die Scheiße meine ich und dann ist er wieder gegangen. Ja, richtig. So, da habe ich den gefunden, aber ich habe mit dem noch nicht gequatscht. Weil das Haus war jetzt auch nicht so weit weg. Alexander, der hat auf jeden Fall hat er den gut abgelenkt. Ja. Und Einsatz gezeigt. Der Run war der beste überhaupt. Das stimmt, hier ist auch noch eine Gnade. Okay. Oh, er macht sich lecker Hummer, Hummer, Hummer. Ja, ja, die Hummer hier sind richtig böse. Ein ganz schön kleiner Hummer dafür, dass die hier so riesig sind. So, Alter. Maul halten. Her damit. Sonst... That necklace, what you're after, is it? Mm. Well, show me what it's worth to you. That nah. Should have parted ways with it. I'm not in love with it or nothing. Yeah, ja, come. Shrewd one, chief. First, you hand me the runes, and don't try nothing
neither. Nothing. Ja, ja. Händler, der keine Tricks möchte. Das kennen wir schon von Patches. Ach, 1000. 1000 wäre... 1000 Schmausen, ey. Ja, echt mal. Die können wir mal investieren für... Alle vertragen sich. Wie viel haben wir denn? 600. Ja, 687, ja. Nehmen wir zwei Stück. Ob sich Peter an Patches aus den anderen Source-Spielen erinnert? Oh ja. This bloody swine. Decided to play ball now, have you? You'll be wanting the necklace then. Ist denn so unfreundlich? Ja, echt mal. Möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Rias Halskette von der Schwarzwache gestohlen. Auf dem Anhänger sieht man das Relief einer anmutigen Frau aus einem fremden Land. Die Kette scheint Ria viel zu bedeuten. Kennen wir die? Also, die Frau? Ja. Also, keine Ahnung. Nicht Ria, also die auf der Halskette. Okay. Take it. Things no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Oh, piss off. What? What is it now? Oh, I see. You want some of me prawn? Freshly cooked it is. Fresh meat. It's yours. If you can meet me. Ach so, ja, können wir jetzt kaufen. Be persuaded to sell you some other bits too, if you've got the runes. Über Ria. Oh. So you met the girl, did you? Deswegen wollten wir die Scheiße haben. Sort the particulars of the matter. But it ain't my fault she's stupid enough to get duped, is it? Anyway, she ain't all right, that one. Look, she ain't died on the bloody roadside, I reckon. Okay. Gekochte Garnelen können wir bei dem kaufen. Das ist ein Start-Item auch. Erhöht für einige Zeit die Resistenz gegen körperlichen Schaden. Wow. Tatsächlich haben wir die Stimmen auf Maximum in der Abmischung. Ja. 10 ist das Maximum. Geht hier nicht bis 13, Leute. Wir sind gerade im Seengebiet, Chat. Achso, ja, wir waren da. Da ist das Haus von, wie heißt das denn? Krabbenkocherhütte. Und die Tante war hier bei dem Teleskop. Und dann bin ich hier lang geritten, weil ich auf dem Weg zu dem Schloss war. Und da habe ich noch jemanden getroffen. Mhm. Und zwar wird da das Rätsel gelöst von jemandem. Also nicht gelöst, aber... Da haben wir den Typen getroffen, von dem ich dachte so, hä, wo ist denn der jetzt aus der Tafelrunde hin verschwunden? Ach, der mit der roten... Ja, Rüstung. Genau. Also nicht ganz so. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie der heißt. Oh, ey, hey, bleib mal gechillt. Und dir will ich nichts. Morgen ist State of Play schon wieder? Hä, was wollen die da ankündigen? Die haben gerade Horizon und Elden Ring raus. Oh, oh. Ich glaube, du musst weiter nach links. Du reitest in die falsche Richtung. Ist da nicht so ein rundes Ding? Ja, genau. Ach, da. Aber ja, ist das falsche? Keine Ahnung. Ah, ne. Ich mag gerade nicht, dass er hier hinterher geritten kommt. Hast du einen Abgang? Kannst du einen Abgang machen? Sonst muss ich dir leider Blitze hinterher schmeißen. So, hier deine Kette, holde Maid. Haben wir schon gefunden. Was? Ha! Hier! Oh, yes. That is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Ah. Did I forget to announce myself? I am Raya. In the service of Lady Tanith of the Volcano Manor, I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Das ist ein anderer Covenant. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Einladung von Haus Vulkan oder Valken oder Volcano. Brave Tarnished. Seek the Altus Plateau, the realm of the Erdtree.
Da waren wir schon, oder? Nee. Achso, doch, immerhin teleportiert worden. Peering wistfully at the towering earth tree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the volcano manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Macht euch mal nicht so über die Äußerlichkeiten hier lustig, Leute. Die Arme. Oh, and one more thing. Only for you. This land of Liurnia is connected to the Altus Plateau by the Grand Lift of Dectus, beyond the High Road. Wo ist denn der auf? Da standen wir schon vor. Da haben wir, glaube ich, die Gnade schon. Instead, you must seek the old ruins in the cliff. Ooh. At the base of the valley, near the Grand Lift. There's what? Old tunnel. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. A champion through and through. I do hope that we can meet again. Das okay, ist die also, Mine. Genau, also bei, ne, bei dem Aufzug ist einfach ein Durchbruch, weil der Aufzug ist kaputt. Seek the old room at the base of the valley. Ah, okay. It was excavated. I have faith. Okay. Wo war denn der Aufzug? Ganz oben. Und die Mine sehen wir schon auf der Map. Ach, da. Ja, genau. Und der Aufzug ist rechts. Also rechts und ach, das da. Der große, genau. Jo, stimmt. Da haben wir uns doch gefragt, ob wir da die... Nee, Moment, da haben wir uns schon früher gefragt, oder? Ob wir da die zwei Hälften brauchen. Wir machen noch in der Unterwelt weiter, Robdachlos, aber wir müssen gerade noch mal ein bisschen hier NPCs suchen, die Christian zufällig gefunden hat. So, wo der jetzt genau war, weiß ich nicht mehr, aber... Na, ich bin halt, ich war auf der Suche nach Katakomben oder Höhlen. Dann bin ich einmal hier so rechts lang gelaufen. Und da auf durch die Ruinen. Warte mal, welche Nummer war das jetzt? Eins? Ja. Ja. Dann stand der da einfach. Für Recht und Ordnung sorgt ihr hier. Jawohl. Außer wenn ihr es nicht tut. Ja, genau so. So ungefähr. Gute Zusammenfassung. Da ist die Oma. Noch mehr Hummer. Ich hasse Hummer. Hummer, die haben so eine, also die sind zwar langsam und haben nur so geht so HP, aber die machen, die haben ganz gut Reichweite. So, wir gehen schon mal hier rein. So, wo wäre das denn? Torstadt der Akademie. Ja, genau, irgendwo in dieser Stadt. Ja, lecker Hummer. Hat der eine ja auch verkauft. Oh, nö. Oh, nö. Ich suche auch mit. Oh, oh, oh. Wie fies. Ja, die Blümchen sind bitter. Das war auf irgendeinem Dach. Also hier auf so einem, ne, so ja, wie hier. So einem kaputten Dach. Oh. Oh. Mach das nicht. Das ist richtig kacke, wenn man das nicht mitbekommt, wenn du an denen vorbeireitest und dann kommen dir einfach die ganzen Dinger hinterher geflogen. Nee, euch mag ich auch nicht. Warte mal, das hier sieht gut aus. Daran kann ich mich erinnern. I have a memory of this place. Oh. Da habe ich das auch schon nicht geschissen gekriegt. Mit dem Pferd aufzukommen. Ach komm schon. Ja, Fettmagie. War das nicht hier irgendwo? Also Chat sagt rechts von dem Symbol auf der Karte und wir sind rechts von dem Symbol auf der Karte. Rechts vom Symbol auf der Karte, also dann kann es nur noch da oder da sein. Muss das doch hier sein. Aber hier...
Nein, direkt Nordost vom Symbol. Okay. Ach, jo! Alter. Oh. It's me, Dialos. Answer me, would you? Answer me? Ich glaube, die ist tot. Ja, ich glaube, da kommt nicht mehr viel zurück. Hello, friend. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. Das ist schon wieder ein Haus. Swear to deliver the message. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. Ah, okay. I, Dialos, swear to deliver the message. Okay, alle haben ein Haus. Ja, genau. Ja. Da ja, Chat ich geht irgendwie Discord und Spotify nicht. Also gerade sind wohl so Ausfälle. Deswegen benutzt man so Premium-Programme wie Teamspeak. Das ist richtig. Wobei Spotify kann ich halt schon nachvollziehen. Das ist bitter. Okay. Was war denn noch? Hier noch irgendwas gehabt? Nee. Ich glaube hier nicht. Ich bin auch in die Kristallmine gerade gerannt. Ja. Dann wäre jetzt die Frage, what's up? Dann unten weitermachen, würde ich sagen. Nee. Wo haben müsste wir denn da eigentlich sein? Ja, da sind wir da extra runter, oder? Aber hier waren wir doch. Ja, aber das müsste trotzdem da sein, weil... Und da aus kommt man die Stadt doch sehen, oder nicht? Also das ist, wenn dann eine von den zwei links, hätte ich jetzt gesagt. Oder sehen wir das auf der Oberweltkarte? Nee. Nee, also hier siehst du, du suchst den Einschlag, ne? War der nicht hier irgendwo? Ja, genau. Also ein bisschen weiter. Ja, also... Da! Da ist Lokron. Ja. Meinte ich mit einer von den zwei, ne? Hallo Mike! Erste Nachricht des Zuschauers. Hallo. 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 Das ist doch ein guter Start. Ja. Soll ich dir immer was sagen? I have no memory of this place. Ah, doch. Hier habe ich versucht zu klären. Und dann bin ich da reingegangen. Runtergegangen. Da haben wir da hinten runter, genau. Da haben wir doch gegen die Mimik gekämpft. Haben wir da nicht noch eine Gnade freigeschaltet? Ja, die müsste ja dann hier irgendwo sein, oder? Also irgendwo hier. Was ist denn mit rechts der? Hier? Nee, weiter rechts. Da, die Imitatorträne. Das klingt richtig. Oh nein, okay, ich erinnere mich. Die Brücken. Mein Chat begrüßt jetzt Mike, finde ich sehr gut. Ja. Jetzt alle Mike begrüßen, finde ich sehr nett. Dankeschön auch Lord Tickle Dix, Mr. Romando und Holly Wolly und Game Jokes und Misomochi und NK Tox, Not Grim Joe, Robhart, Time for Doyle. Vielen Dank euch allen für eure Subs. Also wenn die Sense nicht so ein geiles Movement-Set hätte, ne? Mir fällt nämlich gerade auf. Also die hat halt Schaden, Heiligschaden und Blutung. Und dieses und Blutung ist ganz geil. Aber ich habe jetzt meine Doppelklingen auf irgendwie plus 10 und ich mache genauso viel Schaden. Also auf kurz oder lang wird die Schwingsense, wenn wir die nicht upgraden können, obsolet. Da müssen wir... Ja gut, aber auf kurz oder lang können wir die upgraden. Ja, ich hoffe. Warte mal, haben wir uns nicht letztes Mal vorge... Ach, da haben wir die upgegradet, ne? Ja, wir haben halt schon den Stein für 6, aber wir haben den Stein für 5, glaube ich, noch nicht. Also, den, also ist euch bewusst, wie unglaublich schön das Spiel aussieht? Nee, ich bin blind. Ja, wir haben schon öfter hier gestanden und haben uns gedacht, boah. Für die alte Engine haben die das schon echt schick gemacht. Aber der Style ist halt auch geil. Ich liebe es.
Ich fand, ich habe das aber auch schon nicht verstanden, als beim Network-Test alle gesagt haben, dieses Spiel sieht komisch aus. Da habe ich mir schon gedacht, what? Das Spiel sieht fucking awesome aus. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Grafik und Art-Design. Ja, genau. Art-Design ist super. Warte mal, das ist hier gar nicht die Brücke, die ich meinte. Ich weiß auch nicht, welche Brücke du meintest. Da, wo ich so oft runtergefallen bin und auf die Schnauze gekriegt habe. Ach, das war doch in hier... Da sind wir schon längst durch. Genau. 5 habt ihr gestern gefunden. Haben wir etwa vergessen abzugraden? Nee. Konnten wir doch nicht. Irgendeine Zwischen fehlt. Okay. Vielleicht brauchen wir noch 4er. So, hier lag bestimmt ein Item und wir haben uns gedacht, hoiuiui, auf die Säulen kann man bestimmt nicht springen. Kann ich jetzt umdrehen, ohne dass du... Ja. Okay. Nein, nicht springen, Patrick. Reden wir vom Schmiedestein oder Dunkelschmiedestein? Wir reden von Dunkelschmiedestein. Wir haben gestern ganz viele Schmiedesteine gefunden. Oh. Oh nee, nicht die schon wieder. Aber nicht als Geister, sondern im Real. Also sind das Rehe? Die laufen zufällig mit denen. Ich dachte, das wären Wölfe. Oh, das ist schon wieder. Nee, warte mal, eine Map haben wir schon. Das ist ein Feuer. Wie, das ist ein Feuer. Das sieht so aus wie die Dinger, die wir aktivieren mussten. Ja, stimmt, die wir angezündet haben. Du hast vollkommen recht. Der da hinten sieht aus, als hätte er Spaß. Was macht denn der da? Zaubert der? Also, ich schätze mal, wir müssen irgendwie da runter. Ja, da war ja auch ein Weg nach unten auf der anderen. Also, wenn du wieder zurück gehst, ein Stückchen. Was dann geht denn da ab? Da. Oh, warte mal. Das ist eine Systemnachricht, oder? Ah ne, die war kein Objekt voraus. Na gut. Hier kommt man ja sogar wieder hoch, wenn man möchte. Ist ja krass. Okay, was geht mit dir? Fürst des Blutes, eure Eminenz. Ich flehe euch an, gewährt mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Lang lebe die Mogwin-Dynastie. Okay. Lang lebe die Mogwin-Dynastie. Okay. Die gute Alte. Schon schick. Kurz Reise gesagt, Preisetiefe. Ja, da unten waren wir mal. Ja, das kennen wir, das stimmt. Preiset Gefahr. Preiset wunderschön. Ja, komm. Das praisen wir mit. Ich würde ja einfach mal wild mit dem Pferdchen durchreiten. Also was sollen wir jetzt hier zwei Typen legen, die uns irgendwie 400 Runen geben? Die Flammen werden uns den Weg weisen. Okay, wir können die Flammen tatsächlich wieder anzünden. Gucken, wie viel wir diesmal finden müssen. Da war ein lila Item. Habe ich nicht gesehen. Wo genau? Oh. Der hat's gesehen. Zeig uns den Weg. Geh weg. Ja, die können auch sehen. Oh mein Gott, nein. Die singen mit. Okay, da ist ein Feuer, da müssen wir hin. Hallo? Oh oh. Yep. Oh mein Gott! Hat die da ein Baby in der Hand? Ich mag gar nicht, was hier gerade passiert. Da wird auch gepfiffen und um Unterstützung gebeten. Wie viel kommen denn da jetzt? Komm, geh drauf, die zaubert doch da gerade oder sowas. Irgendwas hat die in der Hand.
Nee, ein Schädel. Ach, ein Schädel. Okay. Dann können wir jetzt auch sorglos ihre Leiche plündern. Ha, schöne Bestienknochen. Nummer 2, da hinten geht die Lampe an. Woo! The same procedure as every year. Müssen wir dagegen nochmal gegen den Elch kämpfen oder gegen jemand anderen? Ist denn noch so ein Tiergeist? Pilze. Ein Rabe. Da wird er schon wieder gesungen. Oh. Da ist ganz schön mal los gerade. Und da sind nur zwei Flammen. Ah, aber das ist tatsächlich wieder so ein Elch-Ding. Aber ich sehe trotzdem nur zwei Flammen. Die du aktivieren kannst? Ja, hier, die Flammen ist doch angegangen. Achso, das sind die, die wir aktiviert schon haben, meinst du? Hallo? Lol, die Tiere gehen hier hin und... Das ist voll das Naturvolk und wir stören die und... Ja. Aua. Du musst uns ja nicht mit dem Pfeil beschießen. Hättest du auch sein lassen können. Wo ist hier eine Gnade? Hier ist doch bestimmt eine, wenn da ein Boss ist. Oder ist die andere Nage noch dran? Schmiedestein 4. Ja, wir brauchen Dunkelschmied. Ah. Du siehst ganz schön böse aus. Die Kamera macht komische Sachen. Der Hund zaubert. Ja. Cool. Er sieht aus wie der Boss, den wir schon mal besiegt haben. So ein bisschen. Okay, für euch habe ich gerade keine Zeit. Gnade, Gnade. Da ist noch ein Feuer. Ey! Von hinten zaubern ist unfair. Nein, nein, nein. Wundbar, wundbar. Schon gedacht, ich sterbe hier an Ratten. Das will man ja nicht. Nee, das ist unangenehm. Nein! Nee! Okay, da sieht schon wieder jemand. Aber wenn ich das richtig habe, so grob Überblick zumindest, ist jetzt hier keine Gnade gewesen. Ich schätze mal, die andere ist nah genug dran. War jetzt nicht so weit. Du musst halt auf die Brücke, da runter und fertig. Ja. Ja, 2600 ist nix. Ich würde sagen, wir crashen die Party. Vielleicht auch nicht. Ja, da ist auf jeden Fall auch wieder so ein Ding, was wir anzünden müssen. Wir sehen uns nicht. Kann die Flamme nicht anzünden? Ah! Oh Gott, die Tusken! Dankeschön, Senshiro. Was ist denn jetzt hier noch? Einfach ein Reh. Ach, so ein Reh, wow. Da stehen auch noch welche. Na ja, gut. Was machst du denn da jetzt? Aua. Ich mag den Kampf auf dem Pferd gegen die irgendwie nicht so wirklich. Dann steig ab. Wie machen wir das denn jetzt hier, Freunde? Ich hau die auf die Schnauze und dann gucken wir weiter, oder? Was passiert hier gerade? Ah, das ist okay. Glänzendes gehörtes Stirnband, nice. Das hat dich ja gar nicht interessiert. Ja, wow, aber der R1-Schlag schon. Oh oh. Alles gut. Oh. Oh, oh, oh. Ist das toll, Lilien, nice. Weißt du nicht, ob wir die vier brauchen, aber Geister ist immer gut. Geister brauchen wir. Okay, was geht denn jetzt mit dir? Du siehst mir aber noch nicht so ganz frisch wieder aus. Aber hier sind keine... Oh. Oh fuck, dich habe ich ja völlig vergessen. Chill, chill, chill. Oh, der macht Damage. Oh mein Gott.
Das ist jetzt ganz schlecht hier. Oder genau richtig. Ich wette, der haut da durch. Also für die Zauber ist super, aber ich wette, wenn er zuschlägt, haut er durch die Säule durch. Ja, okay. Wieso bist du denn so hurenschnell? Bin hingefallen. Aufstehen lassen. Nee, kein Aufstehen lassen. Kein Aufstehen lassen. Ja, vielleicht ist gegen den ein Pferdchen doch nicht so schlecht. Oh, da gab es einen Fall. Sehr gut. Dabei wollte ich eigentlich nochmal zurück, weil der Chat gesagt hat, da ein gelbes Item war. Scheiße. Ja, da war so... war halt schwierig. So war da. Oh, guck mal. Mmh. 8 verweilende Pfeile. Theoretisch könnten wir mal alle unsere Pfeile... Ah, wobei, nee, wir können Bogen ja benutzen. Nee, ist okay. Ehrlich gesagt, können wir eigentlich alle Pfeile verkaufen. Ja, aber die komischen Special-Pfeile nutzen wir ja wirklich so gar nicht. Okay, wo war dieses angebliche gelbe Item? Hallo, Gerbegern 203. Guten Abend. Erste Nachricht des Zuschauers. Das finde ich ist eine coole Funktion, die eingebaut haben. Ja, finde ich auch. Was hast du denn gesehen mit dem... Ich habe hier gar nichts gesehen, mir wurde nur gesagt. Ah. Achso, ja, hier wurde ja schon gemunkelt, hier war noch ein lila Item. Ja, lila oder gelb sogar. Gelb? Aber hier müsste Legendary. Man doch dann auch hinkommen, oder? Okay, dafür steige ich mal lieber da, ab. Da, rechts. Ja, aber das ist nur aber so ein weißes Crap-Item. Oh, Schmiedestein 5, so crappy jetzt auch wieder ja, nicht. Ja, der ist schon ordentlich. Zwar noch nicht für uns, aber wer weiß. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Okay, hier würde ich sagen, ist... Do not Feierabend. Jump. Oh Gott. Sieht so aus, als hätte AWS Probleme. Ist dann etwas mehr als nur DC und Spotify. Ach krass. Geht in Lost Ark noch? Also hier könnte man tatsächlich auch runter, aber da schieben wir dann nochmal auf. Aber da, was ist denn da unten? Aha. Okay. Kommen wir hier zu dem unteren Gebiet vielleicht? Ja, dann kommst du wieder runter. Also da hinten daneben waren wir ja. Ja, richtig. Vielleicht ist es ein Weg einfach nach unten. Lost Ark läuft noch. Ah, dann ist alles gut. Bin fast Max-Level. Endlich. Nach... Ja, wobei in letzter Zeit ne, war ein bisschen Elden Ring. Sie dürfen nicht. Ah ja. Wie kommst du denn jetzt wieder hoch außer Porten? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, da wäre der einzige Weg, wäre runter. Ach stimmt, Peter, die Lampe wird verlangt. Euer Wunsch ist mein Befehl. Ne, hast recht. Also ich glaube, hier komme ich auch nicht mehr wieder hoch. Da muss ich mich tatsächlich porten. Das ist ja doof. Keule, dankeschön. Vielleicht ist da unten noch was. Ja, stimmt. Man hätte auch noch den Weg nach unten gehen können. Hier Late-Game-Kram, ne? Nicht 60. Chris, hast du etwas Latenz bei dem Shareplay? Manchmal wirst du, ob deine Reaktion über etwas hängt. Ja, witzigerweise habe ich bei Elden Ring, also bei Demon's Souls hatte ich das Gefühl, gibt es viel weniger Latenz als bei Elden Ring. Und ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Aber ein bisschen Delay habe ich hierbei auf jeden Fall. Ja, weil Demon's Souls war ja auch ein anspruchsvolles Spiel für die Hardware. Eben. Also, da verstehe ich es nicht ganz. Aber hey. Wir sind bis hier gekommen, also funktioniert das auch. Lol. Hä? Ich glaube, wir jedes Mal dieses Item übersehen haben. Wir, Peter, genau. Ja, du bist ja auch lang geritten. Ich finde das ein guter Gedanke von dir, das Wir. Ja, du bist doch da noch gar nicht lang geritten. Doch, ich bin ja auch schon lang geritten. Ja, okay, nee, dann ist gut. Aber wo hier gelb sein soll, I don't know. Vielleicht der Pilz, der da im Busch war?
Ich meine, die wenn ja... Ein bisschen mehr Damage wäre nicht schlecht, wenn wir den machen würden. Ah. Dann müssen wir wieder hier... Was sind wir noch? Faith. So wieder ein bisschen Faith kommen. Ach genau, das Stirnband war ein Helm. Da habt ihr recht. Ah ja, genau. Glänzendes gehörntes Stirnband. Ein Stirnband mit leuchtenden Hörnern stammt von einem Schamanen der Ahnenjünger. Hörner mit Knospen, besonders die leuchtenden, sind ideal als zeremonielle Objekte für Verehrung der Ahnen. Eins, das braucht man für den... Nee, ne? Man muss keine Sachen anziehen für irgendwie... Da ist ja noch eins. Weiß. Da sind auch die Lampen. Ach, da sind die Lampen. Da bin ich ja völlig falsch gewesen. Gelbe Items liegen nicht einfach in der Landschaft rum, zumindest war es bisher nicht. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also zumindest nicht einfach so auf einem Stein. Also wenn sie die höchstens in einer Ruine oder so. Ich glaube, du kriegst Besuch, oder? Ja. Irgendwann. Hat mich zu... Oh, gar nicht so wenig hier. Ja, das geht schon mal los. Okay, uns fehlt noch eins. Oh mein Gott. Oh. Wie viel Damage? Schade. Alter. Rammgeschwindigkeit. Ich mach denen auch kein Damage. Ich bin voll am gefickt. Huren. Ja, ich wollte gerade sagen, zauber die alle weg. Oh oh. Damn. Still alive. Also einige noch still alive. Alter, ficken. Ja, moin, wie viele sind denn das? Abort, abort. Heieiei. Sah aus wie alle. Ist halt echt so. Ja, wenn der in deinem Rücken ist, kannst du da nicht drauf schmeißen. Ja, ich dachte, bei dem Feuer geht das. Na, schade. Ah, kurz hier, kurz vor 6 heute stand da jemand aus der Gruppe, ist der neue Eldenfürst. Ja, das habe ich auch schon gesehen, als ich gespielt habe. Also ganz viele von uns haben schon das Spiel durchgespielt. Recapt. Russell Wilson geht zu den Broncos? Oh lol. Alter, ernsthaft? Russell, ey. Hätte ich nicht von ihm erwartet. Aha. Das ist frech! Ah, die Seahawks hatten ein Angebot von den Washington Commanders, wie sie ja jetzt heißen. Ah, das sind schon wieder so viele. Nee, oh mein Gott, das sind ja noch mehr geworden. Oh, ohne Witz. Okay, wo ist denn das letzte Ding dann? Da warst du. Hier drin? Ja. Ah ne, hier drin ist, hier drin, hier müssen wir hin. Aber da liegt ein zweiter. Ja. Dann. Also hier liegt dann the real one oder kämpft man gleich gegen zwei? Du musst nur die Nachricht sehen und weißt direkt, was abgeht. Welche Nachricht? Achso, ja, hinten? Ja, da war eine dahinter, oh mein Gott. Hallo, Freunde. Ihr seid mir egal. Okay, deine okay. Ruine waren wir schon. Ja, gut, vielleicht bei dem hinter dem Wolf. Oh, das ist aber belastend. Rode. Versuch, Finger, aber Loch. Exakt.
kurze Übersicht versuchen zu besorgen von einfach mal oben. Guck mal, da gibt's auch ein Item. Okay, dann finde ich spannend, dass du das hier mit dem Pferd machst. Ich finde, das ist super schwierig zu steuern manchmal. Gesprenkelte Halskette plus 1. Wait, man kann Halsketten upgraden? Erhöht deutlich die Robustheit, die Immunität und den Fokus. Eine farbenprächtige Ausrüstung, die für die Ahnenjünger wertvoll ist, erhöht die Immunität. Angeblich ist dies ein sprießendes Horn. Die Ahnenjünger glauben, dass Hörner... Wieso sagt man das was? Angeblich ist dies ein sprießendes Horn. Die Ahnenjünger glauben, dass Hörner... Das ist das andere. Drück mal Dreieck, dann siehst du, wie viel. Oh ja, tatsächlich eine Menge. Das ist schon echt nicht wenig. Guck mal, die Feuerresi geht um 12% hoch. Das ist schon ordentlich. Achso, nee, lol. Das war ja auch der Feuertalisman. Da ist auch noch ein Item. Aber Glaube macht halt Damage. Also mit Glaube fahren wir noch ganz gut. Was ist da oben denn noch alles? Da läuft ein Gegner, das sehe ich genau. Da müssen wir auch noch hin, okay. Okay, jetzt umdrehen, ohne zu sterben. Okay, sehr gut. Nicht darüber springen. Boah. Eure Talismane kosten euch knapp 20 Def. Ja. Ja, aber die geben auch echt viel, so. Also mit, das kommt glaube ich aber auch echt auf deinen Playstyle an. Also mit meiner eher, ich sag mal, Mili-Magier-Nummer habe ich den einen Talisman nicht angezogen, weil was bringt mir, also der gibt zwar irgendwie 3 Kraft, aber was bringt mir irgendwie Geschick und Glaube und so. Naja, das stimmt. Ich habe mit meinem Nahkämpfer auch den anderen nicht angezogen. Oh, lol. Habe ich das jetzt einfach übersprungen, das Gebiet? Das war jetzt auch nicht Sinn der Sache. Irgendwas, warte mal. Ah ne, Quatsch, war nur so ein Käfer. Oh. Da ist die Gnade. Aber hier wird doch jetzt nicht noch ein Stein sein, um ein Feuer anzumachen, oder? Was haben wir denn für Talisman? Wir hatten sowohl Marika Scarsteel und Radagon, oder? Warte, ich muss mir noch hier gucken. Wir haben drin haben wir gerade Radagons Namenssiegel, Marikas Namenssiegel und okay. Erbe der zwei Finger. Ja, weil da steht ja nicht bei. Also da musste man ja nochmal. Achso, das kannst du nachgucken. Es gibt sogar schon Testdaten für dieses Radagons-Siegel. Okay, Christian, ich glaube, ich clear oben erst. Also das ist ja schon jetzt hier gerade Quatsch. Mal wieder von da hinten anfangen. Oh Mann, ey. Keine Steine voraus, Steine hinten suchen. Ja, ja, ja. Working on it. Ach, jetzt lass mich doch mal... Testergebnisse sind sehr seltsam alle. Was für Testergebnisse meinst du? Ja, hier hat schon einer getestet, dann in absoluten Zahlen, wie viel Schaden er bekommt mit dem Siegel und ohne dem Siegel, aber das hängt ja dann auch immer von den Werten und von der Rüstung und so weiter ab. Da versagen, da machen wir keine Wissenschaft draus, tragen, fertig. Okay, halten wir uns mal weiter links. Smoky weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Doch, oder? Nee, habe ich noch nicht. Oder doch? Ich glaube nicht. Ja, da kommt der Wolf dann, ne? Achso, ja, nee, ja. Gar nicht. Wo soll der jetzt hier? Lol. Fuck. Benötigtes Objekt, daher Umweg voraus benötigt. Okay, da ist ein benötigtes Objekt, Peter. Ja, okay. Wait! Nice. Ach du Scheiße. Das ist doch jetzt auch schon wieder was anderes, oder nicht? Aber da kommst du jetzt auch nicht mehr weg, dann kannst du das Item auch mitnehmen.
Verjüngende Boli. Okay. Senkt, keine Ahnung, wahrscheinlich Gift oder so? Nee. Todespest. Todespest. Oder das Todespest ist das, was die Dings hier machen, die Basilisken, oder? Oh no. Ich glaube, das Item gab es nicht umsonst. Oder die sind alle da runtergesprungen. Jetzt, wenn wir schon eine Stunde dran sind. What the fuck? Wer ist das da unten? Silberträne. Hey! Oh Gott. Kommt die hier hoch? Ich glaube, die ballert einfach durchgehend. Ich fliehe. Ha! Okay. Diese Glubsch-Augenfrösche. Ja, ja, das sind die Basilisken. Oh, ich habe gerade Seelen bekommen. Als ob die runtergefallen ist. Was, Silberträne? Ah, da würde doch dann stehen, irgendwie Silberträne ist weg, oder? Weiß ich nicht. Aber ich sehe die nicht mehr. Tja, Silberträne. Brücken vor der Akademie? Ich glaube ja. Schade für dich. Bist wohl tot. Aber warum sind trotzdem so viele hier gestorben? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, weil die nicht so smart ausgewichen sind wie ich. Das wäre jetzt der Moment, wo ich einfach. Das wäre der Moment gewesen, exakt. Okay, weiter geht's ja aber nicht, da muss ich da runter. Okay. Also benötigtes Objekt, da bin ich ja jetzt davon ausgegangen, okay, hier ist der letzte Feuerstein irgendwo versteckt, ja, weißt du? Ja, oder irgendein Schlüssel oder. Wie seid ihr alle verreckt? Hätte er runtergefallen oder erschossen worden. Oh, ich worden. Zauber ein bisschen, ich zauber ein bisschen. Oh, 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 geil, ja, Zauberei. Und dann, oh, 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 tot. Oh, das ist alles clevere Sorcerer Zauberer. Death Spot hier, ey. What the fuck? Aber du okay. Bist, ich glaube, du bist ein bisschen gerannt. Also, was heißt ein bisschen? Das ist jetzt ja belastend gewesen. Aber du bist ja normal, du bist aber auch echt spät abgesprungen. Das ich glaube, man hätte sprinten müssen. Ich bin halt nicht gesprintet. Bist nicht gesprintet, okay. Nee, ich bin nicht gesprintet. Ich habe extra mir die Blutdinger angeguckt, weil ich wissen wollte, ob die da runtergefallen sind, um zu gucken, ob das ein schwieriger Sprung ist. Aber die sind halt alle nur da oben drauf gestorben. Deswegen dachte ich, ja, dann ist ja easy. Wie viel Runen waren das so? Ich bin gerade am überlegen, müssen wir da nochmal hin? Naja, da geht's ja noch weit. Ach so. Ah, du kannst doch hier erstmal gucken. Ich weiß halt nicht, wie viel da nochmal kommt. Ich glaube, die Speisestärke wird da nicht nochmal kommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die respawnt nicht. Okay. Ja, hier bist du mit dem Pferd drüber, ne? Ja. War smart. Okay, das heißt, wenn du mit dem Pferd zu weit links, wenn du ungefähr hier aufkommst, steigt der automatisch ab und du fällst in den Abgrund. Ja, das er steigt ja da links ab. Easy. Aber andersrum? Ah ja, stimmt, wir waren. Die war sogar richtig. Ach, das hier ist nur ein Schatten. Oh mein Gott. Ich dachte, hier, wo ich jetzt stehe, ist Abgrund. Oh, das wäre ja doof gewesen. Ja. Von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bockt euch das Game aktuell an? Aktuell 10! Ich gehe da aber auch noch mal hin. Ich stell mich dem Jump'n'Run. Ja, mich auch 10. Liebe das. Ja, wir reißen uns zusammen, keine Angst. Oh ja, wie viele Seelen sind denn hier wohl? Null. Ja. Ich war auf dem Weg. Aber die sind noch da. Okay, die könnten ja natürlich auch störend sein. Wait, muss ich hier okay, wie nehme ich denn hier Anlauf? Ja, eben. Ich habe immer Angst, wenn du Kreis drückst, dass du einen Satz nach hinten machst. Okay. Läuft! Dann ist ja die Silberträne! Ich wurde reingelegt! Okay, und die haben die alle von da oben bezaubert. Ja, das sind alles Silbertränen, Peter. Ach so ist das.
Da werden halt irgendwie NPCs oder also hier Invades. Das ist der typische Souls-Spieler hier ohne Rüstung und denkt sich, ich mach mal hier Spaß. Aber warum haben die denn alle von oben bezaubert? So ultra viel Leben hatten die doch jetzt gar nicht. Nee. Goldene Rune 7. Ja, aber immer noch nicht benötigtes Item. Wo? Nee, richtig. Ich hab's geschafft, aber Preis und Nachricht. Ja, nix haben wir geschafft. Hier ist noch kein Item. Weißt du jetzt nicht, wie viel Schaden die gemacht hätte, aber so krass sah das jetzt nicht aus. Das sind zwei Nachrichten. Die eine sagt Lügner, der andere sagt springen. Ich bin ganz verwirrt. Wo? Ah, lol, jetzt sind wir hier unten bei der. Diese versuchen aber Loch. Riesige Person, oh riesige Person, riesige Person. Riese. Oh, riesige. Ja, die da sitzt. Ja, ja, aber aber Loch. Ja. Toll. Also ja, aber geil. Ist das ein Vogel? Wow. Ach ja. Ach jo, Riese ist ja Giant. Jo, du hast recht, Blam. Giant Butthole. Oh mein Gott. Hinterhalt voraus. Fernkampf versuchen. Gegen was denn? Gegen die da unten? Ach Quatsch, da kannst du doch nicht runterspringen. Ich würde sagen, du gehst auf die andere Seite, oder? Wo ist denn der Hinterhalt, ist die Frage. Komm, mal gucken. Also wenn, würde ich da zumindest ein Steinchen runterschmeißen. Ich will ja nicht runterspringen. Gut zu hören, außer hätte ich nur einen Skarabäus. Okay. Er ist da links um die Ecke. Ja. Aber da lief doch auch gerade was rum, oder? Das wichtige Item habt ihr schon gesammelt. Okay. Als ob. Enttäuschend. Das glaube ich nicht. Schwarzes Schleifmesser zum Beispiel ist schon mal wichtiger als alles, was wir gesammelt haben. Auch wenn ich nicht weiß, was das macht. Aber das ist bestimmt... Damit kannst du doch deine Waffen... Ne, Moment, das macht ja der Schmied. Hä? Oh, wo sind wir denn hier? Ah! Oh, haben wir sowas noch? Ja, haben wir vorhin gesammelt. Ich frage jetzt, brauchen wir zwei oder einen? Hinter euch, jetzt hinter euch. Das eine kommt noch hinter euch, Lügner voraus. Was ist mit hinter euch? Ja, wahrscheinlich... Also, Treppe wieder runter? Da oben, ja, aber drauf? Lass mich doch erst in diesen kurzen, kleinen, optionalen Raum da gehen, oder nicht? Oder wie, oder wo, oder was? Bevor ich jetzt hier weitermache. Da ist noch was. Das können wir uns ja gleich noch holen. Aber auf dem Altar, da ist nichts, oder? Ach so. Da oben drauf so? Nee. Komm ich auch nicht hin. Eine Kerze. Hinter dem Schleier? Hey, da kommt man da links. Ach, die meinen den Schleier. Ach Gott, Chad ist verwirrt. Das ist ein NPC. Oder ein Kampf. Eins von beiden. Kann er nicht anvisieren. Wer bist du? Who the fuck bist du? Aber das ist doch ein Gegner. Das ist ein Gegner. Hä? Ich konnte ihn nicht anvisieren! Ja, reingelegt. Nein, nein, nein. Alter. Oh, das stimmt, hier ist so diese Peitsche. Ja, moin. Wurde schon wieder reingelegt. Dieses Spiel legt mich ganz schön häufig rein, ey. Dafür haben wir jetzt hier so ein Huren-Ding ins Bund. Ja, aber das ist eine krasse Truhe, also. Bullseye. Imitatorenasche. Oh, ich hörte davon. Beste Asche in Game. Ruf den Geist einer Imitatorenträne. Legendäre aschene Überreste. Die Beschwörung verbraucht LP statt FP. Aber wir haben keine... Ja, 660, also Benutzer... Doch, wir haben 994, okay. Dieser Geist nimmt die Gestalt der Person an, die ihn gerufen hat und kämpft an ihrer Seite. Allerdings teilen sich Rufer und Tränen nur die Gestalt. Beim Willen sieht es ganz anders aus. Imitatorentränen sind das Ergebnis einer Reihe von Versuchen, mit denen die ewige Stadt einen König erschaffen wollte. Also, die soll richtig insane sein. Damit kämpfen wir dann quasi zu zweit gegen Bosse.
Aber die Kosten sind natürlich auch vorhanden. Warte mal. Ja, dann kannst du. Theoretisch kannst du halt eine Mana-Flask zu einer Lebensflask machen, weil wenn wir den Dings spawnen, müssen wir eh eine trinken. Also kommt das Gleiche raus. Was? Und wo willst du dann von da unten aus hin? Na, hochlaufen. Ah. Oh. Ah ja. Oh, nice. Ja, auch die Mimik ist S-Tier. Ja, da war ein offenes Fenster. Ich will mich trotzdem noch kurz umsehen. Die Mimik ist S-Tier. Da könnte man drauf... Das ist natürlich eine gute Frage. Der hat unendlich FP. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Nee, das war keine Frage. Das hat hier Haus extra als erste Nachricht geschrieben. Ah. Fließender Noxhammer haben wir hier gerade bekommen. Der müsste ein Hammer sein. Und zwar ein Stärke C Geschick E Hammer. Ein Streitkolben mit Form eines hängenden Tropfens. Die bevorzugte Waffe der Mönche aus der ewigen Stadt. Diese unglaublich harte Waffe wurde aus dem flüssigen Metall einer Silberträne gefertigt. So sieht das bei so hat das bei Bleigießen bei mir immer ausgesehen. Um. What? What? Nice, Alter. Das ist eine nice L2. So, da unten. Oh, lol. Du hast mich gesehen, oder? Oh, du hast mich gesehen. Okay, die machen den Scheiß, dass wenn die Leiste voll geht, wir instant sterben, richtig? Das weiß ich nicht mehr. Gegen die hast du doch gerade auch gekämpft. Ja, lol, du kannst den anhauen. Das ist Gegner. Moment, Moment, Moment. Ich hänge. Flucht. Der kommt hier hinterher. Aber der killt die auch. Töte den Metallball. Rock of Ages 4, ja, ist halt jetzt. Ich hab den Metallball getötet. Geil. Kriegst du eine Larventräne? Oh, schon wieder? Die war da auch zum Respecken, ne? Also mittlerweile können wir schon dreimal respecken oder so. Ja, was ist hier eigentlich passiert? Jetzt mal ganz ehrlich, die sehen alle nicht so happy aus. Ach. Oh, guck mal, da hätte ich ja auch eine Leiter benutzen können. Die haben mal den Bus verpasst. Okay. Da ist eine Gnade. Ich glaube, die Imitatorenträne war das wichtige Item. Das wäre jetzt meine Theorie. Würde ich auch behaupten. Jetzt, wo wir hier die Gnade haben, will ich mal gucken, ob wir die alle eingeschmolzen, um die Silbertränen herzustellen. Okay. Die Frage ist natürlich, also bestätigt mir der Chat jetzt, dass die Mimik besser ist als der Page? Boah. Das ist ja OP. Ja. Chat sagt ja. Oh, wie wir reden. A spirit under the Golden Order. I can understand their yearnings. What they become drawn to. Master Hugh said it himself, actually. That I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the certified spirit tuner. Certified? Die hat ja richtig Selbstbewusstsein gekriegt. Ja, Aufstiegschancen. Ja, das ist teuer. Das ist teuer, aber... Auf wie viel haben wir denn eigentlich? Oleg, war der war auf +5, ne?
Oleg, Oleg Schmolek ist auf plus 4. Oh lol, dann haben wir die ja schon. Mimik trinkt Estus, nutzt deine Fähigkeiten und Items, die du ausgewählt hast. Die man ausgerüstet hat oder ausgewählt? Also mal angenommen, man hat jetzt hier den krassen Zauber, den wir immer benutzen, da mit dem Feuer. Und hat aber die Sense in der Hand. Macht ihr dann Sensen-Action oder ausgerüstet? Also macht ihr dann Sensen-Action oder zaubert er? Auch. Ist das Zufall? Zauber alle. Alles, was du ausgerüstet. Beides, okay. Okay, das klingt echt gar nicht so schlecht, Peter. Wir kommen nicht, wir kriegen nicht... Was denn? Wollten wir von dem eigentlich was gönnen? Der hatte... Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Der hatte eine Waffe. Der hatte doch dieses Zweierschwert. Und... Ach, den... Nee, die Rüstung konntest du da kaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, oder den Bogen. Nee, können wir nichts mit anfangen. Dann würde ich das essen. Ja, ist das denn jetzt sinnvoll zu duplizieren? Ja, konnte man die nicht auch nach dem Essen duplizieren? Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist. Stimmt, das hatte der Chat mal gesagt, ne? Weiß ich auch noch nicht, mit dieser Dupliziererei, das habe ich in meinem Private Game immer noch nicht verstanden. Nee, ich habe das noch nicht gemacht. Ja, kann man nach dem Essen auch machen. Ja, kann man. Alles klar, rein damit. Bist schon drauf vorbei. Naja. Nom, 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 nom. Bisschen übertrieben, aber hey. Vielleicht. Ja, Ende bei plus 4, weil auch da fehlt uns... Warte mal, brauchen wir denn jetzt 4 oder 5? Okay, warte. Wir brauchen Geisterteillinie 5. 5. Und für Oleg auch, theoretisch, oder? Ihr macht sich... Für Oleg auch. Wir sind jetzt beide bei plus 5. Und das wird eine krasse Entscheidung, weil wir werden eine finden. Ja, wir werden gleich die geile Dingens in Action sehen und dann ist Oleg vorbei. Für Roderica. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. Tis good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice. Or a daughter. But at times, that's precisely what she feels like to me. Oh. I've gone soft. And it isn't easy. Die werden beide sterben bestimmt. Ja, also das ach so, hier, wie war das, Working better, faster, stronger. Das hat Roderica gemacht. So, wir brauchen noch einen Dunkelschmiedestein 6 für unsere Schlingel. Ja, das belastet, den haben wir noch nicht gefunden. Hier jemand eingezogen in der Zwischenzeit? Ne, okay. Ist, können wir das Zimmer haben vielleicht? Was ist, wenn ich einen Pitch erhöhe? Gönn uns nochmal einen Glaubenspunkt. Ja, wo wir jetzt hier sind, können wir hier nochmal kurz weitermachen und dann können wir uns wieder um die Feuer kümmern. Hä? Ja, das ist uncool. Alter, nice move. So. Ja, ja, ich hatte mich kurz gemutet. Oh! Die sind ja am Kontern. Schweinchen. Jawoll. Herr Kevlar, seid ihr gut drauf oder was? Kevlar, Junge! Was geht? Das ist halt echt so ein Ding hier in so einer Was. Keine Ahnung. Boah, wir drücken Damage. Oh. Ja, Igris haben wir gesehen. Oh, da benutzt du zwei Hände, das ist meine Waffe. Oh, der sieht aber echt groß aus. Der ist sehr groß. Muss kompensieren.
Wisst ihr circa, wie lange ihr heute macht? Habt ihr da eine feste Uhrzeit? Nee, bis Peter die Outline zufallen wieder. Ja, also nicht so lang wie gestern. Gestern war ein bisschen zu lang. Gestern war 11 Uhr. Ja. Das war nicht gut. Nein, nein. Alter! Der Rentner. Ja, sorry. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf, sonst werde ich hässlich. Nee, das ist aber okay, Chat, wenn wir dann um 11 Uhr aufhören. Wow. Ich... Lol. Peter hat dich auch reingelegt. Alter, kriegt er wenig Damage. Der kann schon viel leben. Ja, moin. Da war der Blutungsschaden. Oh oh. Hallo. Autsch. War aber auch. Was im Rollen, oder? Frech. Fucking Gott! Nein! Wir haben uns gegenseitig getötet! Meine Fresse! Da waren Unentschieden. Ja. Oh. Draw. Ricky, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich komme nicht aus dem Mini-Saarland am Niederrhein. Oh, fuck you. Sagt jetzt zum Ärztehaus auf der guten alten Wiesen am Haller. Keine Ahnung, was das Ärztehaus ist. Ist das neue Hotel da? Das wird ja wohl nicht Ärztehaus. Ich habe gehört, da ist ein Hotel hingekommen mit einer Bar. An der Hallenbadwiese. Natürlich, wir machen einfach ein Ärztehaus weg und machen eine Kneipe rein. Das ist so, wie ich mir die Dörfer vorstelle. Wir brauchen schon Ärzte. Zwei Schnaps bitte. Ja, wir stimmt, können, wir können ihn beschwören, aber ist da oben nicht ein Boss, Leute? Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, da oben ist halt, dachte ich, jetzt geht es richtig ab. Deswegen, also, ich muss jetzt hier einfach mal. Ja, was haben wir denn hier? Da, natürlich, da ist ein Teleporter. Ja, den benutzen wir mal noch nicht. Erstmal gehen wir da rein. Oh. Jetzt gehen wir nämlich in den Thron. Aber was ist denn da am Gürtel? Entweder ist da was zu snacken oder... Wofür soll denn das sein? Keine Ahnung. Ah, du bist schon wieder da, okay. Weil entweder ist hier ein Teleporter oder du kannst in den Thron reingehen. Und hier ist eine krasse Truhe. Und hier sind 20 Nachrichten. Ich werde mal wegteleportiert, oder? Ach, Freunde. Falle! Nein, das ist aber yellow. Das ist ein gelbes Item. Fingertöterklinge. Eine große Geistertal-Lilie. Fingertöter ist ja schon so ein verbotenes Objekt für die Tafelrunden, Leute, oder? Ja, wahrscheinlich. Können wir uns mal angucken, was das für ein Shit ist. Klingt sehr verrot. Das ist wahrscheinlich ein Dolch. Der müsste ganz oben sein. Wow. Er ist kein Dolch. Ist das ein Quest-Item vielleicht? Ist ein Key, sagt der Chat. Okay. Selbstverständlich, ist das ein Schlüssel. Ja. Versteckter Schatz der ewigen Stadt Nokron. Ach ja, stimmt. Das wollten wir doch auch wahrscheinlich hier mit dem Tybi suchen, oder? Der verborgene Schatz der ewigen Stadt Nokron. Ja, genau. Das wollte doch hier Blaze mit uns suchen. Wo ist denn der eigentlich? Das ist eine gute Frage, wo der eigentlich ist. Eine aus einem Leichnam geborene Klinge. Dieser blutgetränkte Fetisch beweist den Hochverrat der ewigen Stadt und symbolisiert gleichzeitig ihren Niedergang. Kann von Schicksalslosen geführt werden, soll aber dem höheren Willen und seinen Vasallen schaden können.
Aha. Ich kenne nur Necromonger, Leute. Ja, wo ist Blaze? Ja, mal ohne Witz. Hier ist auch kein Boss. Also man kann halt hier jetzt den Teleporter benutzen oder einmal hier hintergucken. Habt ihr schon mit Rani geredet nach dem Boss? Tatsächlich nicht, oder? Nee, wir haben mit Blaze gesprochen. Ja. Und der hat gesagt, ey, lass uns da treffen, wo der Meteor eingeschlagen ist. Genau. Und dann sind wir hier hingegangen und der Dude ist nicht da. Der war nicht oben. Da hast du geguckt, bist da einmal rumgeritten und dann waren wir hier. Na dann. Gucken wir doch mal, wo wir auskommen. Wo sind wir eigentlich aktuell? Zartarige Eier. Ah ja. Ah, okay. Nein, nicht Menüerklärung, was da? Wir sind direkt wieder bei der Gnade. Da wollten wir ja auch wieder hin und weitermachen, würde ich sagen. Oder willst du jetzt erst noch mit Rani reden, bevor wir hier weitermachen? Ja, wir sind gerade am, warte mal, 14.000. Du hast eben alles benutzt, oder? Ja, ich habe so ziemlich alles benutzt. Also viel haben wir nicht mehr. Oh, boy. Aber wie viel brauchen wir denn aktuell? Ja, mehr. 27.000, ja. Holy shit. Ja, nee. Ja, dann gehen wir zu Rani. Chris muss immer mit Rani reden. Der Chris muss immer mit dem Turm hochfahren. Ah, das ist kein Problem. Dankeschön, Schlechter von Blaviken. Ah, Geralt auch hier im Sub da gelassen. Warum eigentlich Blythe? Heißt der nicht Blythe? Ja, der heißt doch Blythe, aber in irgendeinem Dialog hat die gesagt, hier, Blythe. Ja, das genau. So ein ganz weiches TH und deswegen bin ich mal davon ausgegangen, die werden schon wissen, wie die Charaktere aus ihrem Spiel heißen. Was heißt Bliat? Ah ja. Dankeschön, Domi Sad Squirtle. Neuer Sub, hallo und herzlich willkommen. Sheldon Fassdorn, Martin Luftzu, Trollpool, Dark Mortis, Commander Cookie. Sind schon ein paar Monate dabei, danke. Fabios, und das sagt Rani jetzt. Ah, it was thee, not Blythe, it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally, all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path. Jetzt haben wir Blaze nicht. Wir haben Blaze quasi gerade übersprungen, weil wir das Messer haben. Ja, aber der war halt nicht da. Ah, but before I leave. Ja, gib. I must entrust thee with this. Take it. Umgekehrte karianische Statue. Die kommt auf das Podest. Oder? Also das wird doch super passen. Ja. My discarded flesh lieth beyond the seal unlocked by it. Upon which is carved a curse mark of thy desire. Ja, bestimmt. Aber der Turm können wir doch jetzt auch rein, oder? Neither of us is welcomed by the brighter path. Welcher Turm? I see. Ja, eine der Zuber, oder? But thou gavest me fine service. Gesundheit. Danke. Was für ein Turm? War der eine Turm nicht noch zu? Der hier? Renners Turm, ja, der ist bestimmt immer noch zu. Aber, ey, nochmal mit dir reden. Nicht zu früh weggehen. What is it? Thy purpose in approaching me was to obtain the curse mark, was it not? You may leave now. Ja, aber... Okay. Upon the dark path, aber wir dienen dir doch jetzt. Ja, aber die muss ja jetzt gehen. Ja, aber die kann uns doch nicht einfach hier lassen. Doch, die verlässt uns. Take me mit nach Paradise. Dankeschön, Chat. Oh, der Zauberer wollte auch noch irgendwas von uns. Das habe ich aber wieder vergessen. Welcher Zauberer? Ja, ach so, der Spacken. Arschkeks. Ja, der wollte doch... Was hatte der nochmal für eine Quest? Da sollten wir irgendwas holen, oder? So, oder irgendjemandem eine Nachricht überbringen? Ach, den Trank, genau. Irgendwem sollten wir den Trank geben und sicherstellen, dass diese Person den Trank auch trinkt. Ich gehe davon aus, der will irgendwen killen.
Der Tochter. Ach jo, die stimmt. Ah, die Kriegerin, genau. Nefla Tite oder so. Genau. Die haben wir halt nur nicht mehr gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob Renners Turm auf ist. Und ansonsten würde ich mal gucken. Ach so. Ja, wir können dann entweder unten weitermachen oder wir könnten in den Turm gehen, wo du dieses Ding platzieren musst, um die Questline weiterzumachen. Oder wir können zumindest im Turm mal gucken, ob es überhaupt dafür ist. Oh, ist immer noch zu. Ja, aber das war ja der andere Turm, wo wir das Ding benutzen wollten. Ja, aber ich dachte, der Turm wäre jetzt offen, nachdem die gesagt hat, ja, ich muss jetzt leider gehen. So. Ach so. Das wird wahrscheinlich hierbei sein. Ja. Auf den Kopf gestellte Statuette eines Gelehrten enthüllt die verborgene Form des karianischen Lehrsaals, der zum heiligen Turm führt. Ja, bringt sie am Sockel der Himmelskugel an, um das Geheimnis zu lüften. Ja. Das ist definitiv. Wir können auch noch mit Inji sprechen, theoretisch. Der ist nördlich von der Ruine da. Inji war doch hier, ne? Genau, da. Ja. Der war ja auch im, der war ja unser Bro. Oh, der Turm öffnet sich. Ach komm. Wobei, bisher habt ihr häufig recht gehabt. Nee, achso, wann öffnet er sich? Einmal rasten. Oh, there you are. Have you heard? Lady Rani has departed on her journey. Along the dark path of Imperium. From Renna's Rise. As she calls it. Achso. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor, and moreover, her childhood warden, I express my deepest gratitude. You and only you were Lady Rani's true champion. Ja, reden geil, dann. Oder reden. What? Oh, Blythe wanted me to tell you not to bother waiting for him and head straight to Nokron. Blythe has been given an important task. Apparently a matter of great urgency. Also wäre der da gar nicht gewesen. My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for as long as I can remember. It has been a long and wondrous journey. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well. And to the very end. You need not await, Blythe. Descend underground alone. Wow. With a fallen star-struck Limgrave. And make it yours. The precious treasure of Nokron. So that Lady Rani may tread the dark path of the Empire. Ja, okay, das ist jetzt unglücklich gelaufen vom Timing. Du weißt ja, dass wir das schon gemacht haben. You need not await, Blythe. Descend underground. Wieso geht das nicht weiter? Das verstehe ich gerade nicht. Normalerweise bleiben doch Gesprächsoptionen da, damit du quasi nochmal nachgucken kannst, so nach dem Motto, da muss ich hin und... Mhm. Deswegen sagt er uns ja, wo wir hin müssen. Lady Rani has departed on her journey. Oh. Along the dark path. Now Lady Rani is in your... I pray that you... Stimmt, du kannst halt auch, ne? Was machst du denn jetzt? Ach krass, hier können wir sogar bis 4 kaufen. Das habe ich ganz vergessen. Ja, aber nur 3 Stück. Aber gut, 3 Stück ist besser als 0 Stück natürlich. Weiß ganz schön viel. Okay, viel also sagen, wollen wir dem Chat mal Glauben schenken, ja, und nochmal Renners Turm checken. What do you do at the Gnade dann? Rasten. Ach so. Letztes Mal hat's geholfen. Aber das hat doch gar nichts gemacht, als wir letztes Mal gerastet haben. Letztes Mal hat es geholfen. Okay. Was heißt denn vor Renners Anhöhe? Meinen die da, meint er den Turm oder meint er vor dem gesamten Areal? Oh, das gesamte Areal heißt die drei Schwestern. Hm. Wir gucken mal vor dem Turm.
Guten Abend, ey Nestler. Hallo. Oh. Schön einfach die Wölfe, ne? Kaum ist Dingerns weg. Rani, ist hier Sodom und Gomorra wieder. Das ist ganz schön nebelig heute. Das ist schlimmer geworden, oder? Ja, auf jeden. Das liegt an der Tageszeit, wir haben ja auch morgens. Ja. Und das ist oft. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Chat. Ihr habt recht. Danke, Chat. Das ist ewige Rassen, ey. Es regnet ziemlich selten, finde ich. Ja, das stimmt. Finde ich aber nicht so schlimm. Oh no. Ah. Oh, der Hut, die Robe und der Rock. Oben. Gut, der Schneehexe. Oh, ein Ticken besser, außer gegen Stich. Ein spitzer Hexenhut, durch und durch gefroren, wird häufig von jenen bevorzugt, die sich den ketzerischen Zaubereien verschrieben haben. Verstärkt eisige Zaubereien. Dieses Exemplar stammt von der Schneefettel, die Rani tief im Wald traf, als sie noch jung war. Die alte Hexe war eine Meisterin der eisigen Zaubereien. Angeblich wurde die Puppe mit Rannis Seele nach ihrem Abbild erschaffen. Die alte Hexe brachte Rani insgeheim all ihr Wissen bei. Mein Gott, muss das denn sein? Bring back the V12s, ey. Ja, das war aber jetzt wohl nicht alles, oder? Als ob. Können wir mit dir auf die Reise gehen? Let's go! Bitte Rock anziehen. Na, gucken wir mal. Hauptarm der Einsel. Oh, Einsel, oh! Da waren wir doch schon. Hier findet Alter, man auch wieder Spiel, diese Lilien. Ja, okay. Ja, aber Chat, die anderen Rüstungsteile, also den haben wir ja irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir den immer noch tragen. Der ist halt ganz gut gegen Magie, Feuer und so und gibt uns so die eine Kraft. Ja. Und der sieht geil aus. Aber die anderen Sachen, die sind ja wirklich Schutz. Also wenn wir jetzt hier den Rock anziehen, der kriegt schon, das ist schon ordentlich. Ich weiß auch gar nicht, ob das so toll aussieht. Wobei, naja. Eine sieht mega scheiße aus. Wenn alles in schwarz wäre, könntest du wieder so einen, den Tod machen, wie in Dark Souls. Das sah ganz geil aus. Aber aktuell bin ich da eher... Da ist eine Gnade. Das ist schon mal gut. Winzige Rani? Was? Was war das denn? Das war eine Puppe. Das aber welche Item-Kategorie war das? Ich weiß es nicht. Nur aktivieren. Jetzt ist alles gut. Da hinten bewegt sich irgendwas Großes. Okay, keine Beschwörung. Vielleicht ein Quest-Item. Da. Eine Puppe. Eine Puppe, die Rani der Hexe ähnelt. Von Kopf bis Fuß ist jedes Detail perfekt. Die Puppe regt sich nicht und ist angenehm kühl. Ich weiß noch, dass irgendwer mal wollte, dass wir die Puppen grüßen, aber das ist damit nicht gemeint. Setz dich mal ans Feuer. Setzen? Achso, damit wir mit irgendwem sprechen können. Mit winziger Rani sprechen, ich glaube nicht. Als ob. Alter, fighten die jetzt? Okay. Hä? Nee, geht noch nicht.
Rani erhöht uns noch nicht, Leute. Mehrmals, mehrmals, weiterreden. Ja, okay, 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 okay. Alter, wie kommt man auf sowas? Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine, fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Aber was habe ich denn da jetzt falsch verstanden? Wieso haben wir den Rani beschmutzt? Wir haben der doch geholfen. Nee, nicht wir. Die Schatten, die wir töten müssen, haben Rani beschmutzt, hätte ich jetzt gedacht. Okay. Hat die noch was zu sagen? Ja, bestimmt. Meint die, die mit den Schatten die Siegelgefängnisse? Ich dachte jetzt hier in dieser Area sollen wir eins killen. Achso, ja, das kann auch sein. Achso, reiten darf man nicht. Aber Licht anmachen darfst du. Nee, darf ich auch nicht. Achso, der ist nach oben. Ich hab's nach unten. Ja, okay. Ich bin auch überrascht, dass Melina nie mit uns redet. Jetzt kommt ein Gegner. Ja, I see Dragon. Wow, das war die Animation fürs Backstab. Ja, die Videos vom gestrigen Stream kommen morgen. Wurden leider nicht gezogen eine ganze Zeit lang. Wir wurden... Ah, technische Gründe. Reingelegt. Aber kommen morgen. Ja, wir wurden reingelegt. Aber das ist so eine Drache, Peter. Ja, okay. Oder? Nee, das ist nicht ein Drache. Das ist das Ding, was ich auch schon mal bekämpft habe. Das von der Decke hängt. Ach, jo, weil der von der Decke hängt. Jo, jo, jo. Das war belastend, ne? Da musste man schnell hin. Aber wir haben ja uns jetzt auch doppelt. Ja, aber wir haben 15.000. Ja, geht schon los. Ul-Palast-Ruinen, okay. Okay. Ja, ich komme gleich. Das Item einsammeln. Oh, oh. Jetzt gehe ich nochmal hier hinter. Jetzt laufen wir. Lauf, lauf, lauf. Oh, oh, das ist viel zu weit. Nein. Er hat easy gereicht. Du wirst verfolgt von einem. Ja. Sehr weit hin. Ich komme, du musst es ja oben an die dran. Also irgendwie müssen wir... Das wird ja jetzt nicht hier Jump Run sein, oder? So, ja, die hängt relativ nah am Boden. Nee, muss gar nicht oben ran. Ja, stimmt. Attack! Komm runter da! Cool. Jetzt oh. Aber! Komm her! Cool. What? Ich hab darauf gewartet, dass die gestunt ist. Ich glaube, die war nicht wirklich gestunt. Das ist sehr frech gewesen. Aber das war der Sound. Ja, das war der Sound. Warum auch heilen? Ja, weil du normalerweise nur ein ganz kurzes Zeitfenster hast, den Move da auszuführen. Dammit. Ja, stimmt. Eigentlich kannst du für das Insektchen oder was auch immer das ist, einfach mal die Mimik testen. Ja, mache ich gleich auch, aber vorher töte ich alle Ads. Primaximus, dankeschön. Von deinem Prime Sub.
Ja, so belastend ist er nicht. Die Runen liegen nur direkt unter dem Monster. Ja, krieg ich hin. Oder glaub auch nicht. Gucken wir mal. Ist die Mimik schon gelevelt? Ja, auf 4 aber nur. Not even close. So, hier waren noch einige von den Gegnern. Ja, 3 Stück oder so. Oh, what the fuck? Nee, jetzt lass dich davon nicht so ablenken. Nee, ja. Kommt schon nicht. Die stellen dich. Machen die nicht. Wieso sind die. Das ist doch jetzt hier. Die sind auf dich alle zugekommen. Das ist belastend. Die sollen hier hinterkommen, damit ich die wegsnacken kann. Oh mein Gott! Aber nicht alle. Moment! Okay. Wir beide. Wenn ich. Nee, was machst du denn jetzt? Ja, Attack! Komm mal hier in Sicherheit, Bro. Sicherheit, das sind 3 Stück. Alter, die machen aber auch Damage. Sehr gut, Team. Tonmenschen-Harpune, ja, so eine haben wir schon. Oh. Nein, 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 nicht dahin gehen jetzt! Ja, doch, Attack! Guck mal, nicht mal getroffen worden. Ja, ohne Witz. Okay. Jetzt warte hier. Das war 1A ausgewichen. Okay, warte nicht. Warten ist keine Option, glaube ich. Ja, genau, was ist jetzt, wenn du das auswählst? Easy Snake. Immer drauf da! Oh! Da, ja, wieder das Geräusch! Genius! What? 7? Okay, wir brauchen unbedingt 5, weil dann haben wir schon 6 und 7. Stimmt. Ja, Mimik ist echt krass. Ey, Mimik regelt. Also die müssen wir auch unbedingt upgraden. Da brauchen wir dann, da wäre ich auch tatsächlich für das... Hallo! Lol. Lol. Der hat bestimmt nicht L2 und R2 gespammt. Ja, das stimmt. Da ist unsere Mimik so dumm wie wir. Heil dich! Ich find's so geil, einfach rein. Oh. Blubbelblasen! Als wenn die sich dazwischen geschmissen hat! So, 5er. 7er! 7er? Oh, Gronn! Alter, sind wir hier irgendwie in dem absoluten Endgame-Gebiet irgendwie? Ich glaube, 5er kriegen wir hier nicht. Das ist hier wahrscheinlich zu Schmutz für. Aber ich glaube, da geht's nicht weiter, oder? Ich glaube, da kommen wir dahin, wo wir am Anfang in dieses Gebiet gespawnt sind, da unten. Ja. Hey, die Mimik verlässt uns! Er geht zurück? Ja, nee, nicht deswegen, glaube ich, sondern einfach, weil die Zeit abgelaufen ist, oder? Nee. Weil du aus dem Gebiet rausgehst. Du hast recht. Jo. So schnell wie Oleg absolviert, genauso wie damals Quali, ja. Ja, ist halt so. Das ist richtig. 7, 6. Okay, dafür brauchen wir auch die 5, weil dafür haben wir auch 6 und 7. Da hinten sind noch welche. Also wir können potenziell unsere Waffe und dann unsere Kriegsasche, unseren Spirit. Ja, moin, 6-6. Wobei, du brauchst mal mehrere, oder? Ja, ich meine auch. Ich
Bei der Sense habt ihr schon plus 5, ihr braucht plus 6. Ach, jetzt erzähl mal nicht solche Sachen. Haben wir denn gerade plus 6 gefunden? Ja, aber es wäre tatsächlich trotzdem gut zu wissen. Ja, 6 haben wir gefunden. Wird Oleg jetzt geghostet? Ha. Ja, wird nicht mehr geantwortet. Der schreibt uns die ganze Zeit bei WhatsApp und wir antworten einfach nicht. Aber wo waren denn die Fünfer? Waren die in dem vorigen Gebiet? Das wissen wir nicht, weil wir haben noch keine gefunden. Wie hieß das Gebiet nochmal? Nicht Ameise. Einsel. Ah ja, genau, Einsel. What the fuck ist das? Ach, das ist wieder so eine Pflanze. Oh nö. Ihr habt gerade plus 7 Dunkelschmiedestein gefunden. Ja, ich weiß, aber da haben wir doch den Sechser eben auch gefunden. Okay. Ach ja. Unser Mate ist wieder. Ja, zack. Die Kleinen sind nicht so schlimm, die Große ist ein bisschen doof. Oh. Alter, er hat aber auch unendlich viel Leben, ey. Tschüss. No! Also für das erste Mal war das schon eine gute Empfehlung. Weißt du was? Okay. Oh Gott! Kommst du denn her? Das wird lustig. Was? Als wenn er verfehlt wurde. Oh oh. Fuck. Okay, das wird mir ja alles schon wieder ein bisschen zu aufregend und stressig. Habt ihr nicht plus 6 beim Festival gestern gefunden? Ja, das Punkt. Lol, Tonmenschenasche. Das Problem ist auch nicht, dass wir 6 oder 7 irgendwie. Auf jeden Fall, wir haben eine Stufe nicht und eine Stufe danach haben wir auf jeden Fall. Ob es jetzt 5, 6 oder 7 ist, ist ja egal. Also ich würde gegen Pflanzen Feuer vorschlagen. Ah ja, das ist wahnsinnig intelligent auch. Das ist lustig. Mag die nicht. Chris, eure Sense ist plus 5. Ja, ist ja okay. Dann halt die 6er, die uns fehlt. Oder die 5er, die uns fehlt. Oder die 7er. Aber eine fehlt. Brauchst du was, Honey? Oder geht die nicht höher als 5? Peter! Peter! Oh Gott. Unser Nachbar spielt auch wieder. Cool. Sieht genauso rot aus. Den darf ich jetzt nicht anders spielen. Ach so. Ja, sorry, ich wurde gerade. Hanni hatte was zu sagen. Ich wusste nur nicht, wie abgelenkt du gerade bist. Ich war doch durchaus abgelenkt. Alter, kannst du jetzt halt nicht einfach auch mal verrecken? Oh. Wir geben uns Wahnsinn. Madness. This is madness. Da ist schon wieder. This is Sparta! Christian, ich weiß gar nicht, warum ich gegen die alle hier kämpfe. Ich hab das Gefühl, damit hier nirgendwo weitergeht. Wir haben mittlerweile 33.000 Runen wieder, das ist okay. Ich hab das Gefühl, das Gebiet ist hier durch. Oder was hab ich über. Wie er mir ausgewichen ist. Was war dann das Krasse hier? Also warum waren wir hier? Wegen den Lilien? Nee. Ich bin mir unsicher. Also weil irgendwann muss ja hier sein, was einen weiterbringt. Naja, halt die Quest. Also ich weiß nicht jetzt, wo wir die Sachen getötet haben, ob wir jetzt quasi wieder mit ihr sprechen können, um ihr zu sagen, ey, wir haben es erledigt. Aber wir sind noch nicht durch. Laut Chat sind wir noch nicht durch. Dann muss ich irgendwo irgendwas übersehen haben. Moment, dann lass doch mal auf die Map gucken. Wir sind hier. Ach, hier geht's zurück zu da, wo wir gestartet sind. Dann geht's hier ja einen anderen Weg. Also wir sind oben eben gespawnt, oder? Das heißt, wir hätten südlich und dann westlich gemusst, oder? Achso, ja, wir sind hier gespawnt. Genau, das ist mal hergekommen. Ich weiß nicht, ob wir noch weiter nach Norden können, wahrscheinlich nicht. Ja, das sieht nicht so aus.
Also gönne ich jetzt hier nochmal ein bisschen Mana. Geisterlilie hinter dir. Da haben jetzt mehrere geschrieben. Ich glaube, ich habe Geisterlilie, aber die habe ich die gerade nicht gesammelt? Weiß ich nicht. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich meine, die habe ich gesammelt. Das muss mir der Rat des Chats mitteilen. Hier sind keine mehr. Jo, hat er aufgehoben. Alles klar. Okay. Puh, Alter, verdammt. Das war jetzt hier ja wieder alles ganz schön stressig. Ja, aber ist das super. Bist du erkältet? Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal Nase geputzt seit, keine Ahnung, länger her. Direkt instant. Nase. Oh Gott. So, da kommen wir her. Ich glaube, da in die Richtung können wir nicht weiter. Ich gucke sicherheitshalber aber nochmal nach. Von da sind wir jetzt gekommen. Ja, genau. Hier, da geht's runter. Vorsicht. Da ist Tod, der auf uns wartet. Und ich denke mal, ihr seid gestorben, indem ihr da reingelaufen seid. Hui! Okay, dann würde ich sagen, da wo ich vorhin hin wollte, wo uns fast die Mimik verlassen hätte, da gehe ich jetzt hin. Westen. Ah ne, ich kann noch mal leveln, ne? Oh. Nee, wie viel haben wir denn? 33.000. 33 haben wir, aber dann, ich weiß nicht, was dann alles wiederkommt. Weiß ich auch nicht. Und du kannst nicht reiten. Nee, wir gehen mal weiter. So, da gehen wir weiter. Charakter bekämpft riesige Bosse und Riesen kann aber nicht schwimmen. Ja, aber guck dir das, also ich könnte in so einer Plattenrüstung auch nicht schwimmen. Ich glaube, da bist du ganz schnell unten. Ist das denn da richtig? Guckst du nochmal auf die Map, bevor du da runter eierst? Ja. Also da geht nicht. Weil da links waren wir doch schon. Da geht nicht. Wir waren, pass auf, wir sind gelaufen hier, hier, hier. Ah, und da an der Mauer vorbei konnten wir nicht, oder? Genau, und hier war Feierabend. Also ich glaube, das Gebiet geht da noch hier, hier, hier. Keine Ahnung, was hiervon. Oder noch hier. Das sieht aus wie eine Boss-Area. Und hier und keine Ahnung, ja. Hoch voraus. Oh. Hoch? Ja, da hängt bestimmt wieder so Schleim an der Decke. Achtung, Ufer. Fernkampf versuchen. Das sind wieder die Ameisen. Jo. Stimulierende Boli. Hä? Oh lol. Oh mein Gott. Oh lol. Was ist das da jetzt? Fliegende Ameisen? Das sind Spinnen. Nee. Das sind fliegende Ameisen. Ja, stimmt, die Königin. Oder wie? Nee, eine Königin sieht auch nochmal anders aus. Davon haben wir schon eine gekillt. Okay, bei der habe ich nicht so weit kommen lassen einfach. Nee, Chat, habe ich mich vertan. Sind doch keine Spinnen, sind Ameisen. Dachte wegen den Flügeln. Sehr souverän. 10! Eine 10! Und das sieht aber auch nochmal wieder anders aus. Das sieht aus wie ein Kacke-Käfer. Achtmal 10. Wait, 8-mal? Das waren 8 Stück? Jo. Ja. Also waren 10 nicht irgendwie 5000 Runen? Ich glaube schon. Das heißt, wir haben jetzt ein Level in der Tasche.
Wir hatten ja sowieso einfach nur erinnert. Oh mein Gott. Das kriegt aber ganz schön wenig Damage, das Vieh. Zweifel versuchen einen anderen Zauber. Aber der trifft uns auch gar nicht. Das würde ich jetzt so. Lol. Du hast das Vieh an einer anderen Stelle getroffen, oder? Okay. I take it. Das wird wieder so ein Gegner sein, der wird meinen Nahkampfcharakter richtig hart ficken. Und ich als Zauberer werde da hinten stehen und bis. Ja, warte mal, aber da sind viel zu wenig. Der kann nicht so krass sein, da sind nicht so viele Blutlachen. Kannst du den backstabben und dann da runterkicken? Das ist doch ein Gegner, ne? Ja. Kann den anvisieren. Backstabben und runterkicken. Ja. Tschüss. Oh. Der hat jetzt eh nicht so unendlich viel Leben. Hä? Der auch nicht, aber der hat einen dicken Hammer in der Hand. Da waren wir. Da unten waren wir. Da hing das andere Vieh von der Decke. Alter, okay. Was willst du mir sagen? Nee, das ist doch jetzt hier. Okay, warte, wir machen einmal SharePlay neu. Ist das ein Insider? Ach ja, das mit den Spinnen, ja, das ist Terrarium. Googelt mal bei YouTube irgendwie mit nach, weiß nicht, sowas wie Jay und Spinnen und Bienen oder so. Das war sehr lustig. Also ja, ich kann hier runter, aber war ich da nicht schon, als ich gegen dieses andere Vieh gekämpft habe? Oder ist das eine andere Ebene? Ich meine... Ich mag Höhen gerade nicht so gerne, muss ich sagen. Ja komm, das Spiel will offensichtlich, dass ich hier runtergehe. Also mache ich das auch. Ja, wenn du nach Jay Spinnen suchst, findest du direkt. Aber jetzt bin ich wieder hier. War ich nicht hier schon? Nee, ich bin verwirrt. Ah ja, hier können wir wieder hoch. Okay, 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 okay. Wir sind eine Ebene drüber. Ja, okay. Da ist aber noch eine Truhe, die ich natürlich haben möchte. Mal gerade Hannis Nieser gehört. Ja, Gesundheit. Okay, Schwinge von Astell. Das sieht aus wie für Magic. Ja, alles ist für Magic, ey. Ja, ist für Magic. Ein Schwert gefertigt aus einem filigranen Flügel, erfüllt mit der Magie der Sterne. Starke Angriffe entfesseln eine Welle aus magischem Licht. Diese Waffe wurde aus einem Relikt der Ausgeburt des Abgrunds gefertigt, die einst die ewige Stadt angriff. Was braucht die so für Stats? 20 Weisheit. Weisheit, 17 Geschick und 7 Stärke. Ja, Hallöchen da. Das ist eine Christian-Waffe, ist das. Okay, habe ich mich richtig entschieden bei den Wegen. Wer redet hier von Spinnen? Oh, das war so schön, ey. Onkel Schmiedestein 6, okay. Das ist der, den wir brauchen auch, oder? Peter, ich weiß es nicht. Ich bin mir da mittlerweile uneins mit dem Chat.
Chat sagt, wir haben plus 5, aber ich weiß nicht, ob wir 5 brauchen oder 6 oder 7. Auf jeden Fall haben wir. Das heißt, auf jeden Fall können wir unsere für die nächste Stufe upgraden, ja. Ja, das weiß ich nicht. Achso, ja. Nee, dann ist noch unklar, okay. Ihr braucht 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, guck mal, dann haben wir doch. Da haben wir ja. Ach, wo ist denn jetzt hier nochmal so ein Gnädchen? Gnädchen. Hab doch mal Gnade mit mir, Spiel. Da ist erstmal noch eine Geisterteillinie. Geil. This is what we want. Aber eine Gnade wäre tatsächlich ganz nice, denn ich würde sogar sagen, du, bevor du levelst, portest du dich. Und dann kaufen wir erst den Shit, weil der wird bestimmt wieder teuer sein. Noxtella, natürlich. Du bist jetzt in der Stadt, Peter. Da. Das ist eine Gnade. Das sieht fucking awesome aus wieder, möchte ich mal ganz kurz sagen. Okay, wir können hier die Leiter benutzen. Ja. Oder da runterspringen. Das Problem ist, wenn du einmal hier runterfällst, dann musst du dich damit abfinden, dass du da runterspringst. Nee, du musst doch einfach auch mal die Leiter, ne? Dafür bist du ja da. Ja. So. Hier ignorieren wir erstmal alles. Ich meine, da hätte man auch runterspringen können. Wäre auch kein großer Unterschied gewesen, glaube ich. Oh, mach mal den Spaß hier mal an. Oh. Sehr gut. Setz mal uns da hin. Ja, ich gehe upgraden. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir nochmal mit Rani reden können. Ich war einst ein Imperium of the demigods. Only I, Mikala and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers. As a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Imperium. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Imperium flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Aha. Mm-hmm. I turned my back on the two fingers. The baleful shadows are... Okay. Danke für die kleine Geschichtsstunde. Wir verpissen uns. Ah, guck mal. So, ist ja der Dialog. Ah, you again, is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did? I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. What? Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir. Found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Weißt du, wo Gelmir ist? You'll rue the day keine you Ahnung. My name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in. Ja, das hast du schon mehrfach gesagt. Okay, wo ist denn Gelmir westlich vom Gelmir? Town of Windmills. Kennen wir glaube ich noch nicht. Dann kommt mal wieder Eve online. Gelmir ist das Vulkangebiet. Ah ja. So, dafür brauchen wir jetzt die 6. Bam. Und die 7 haben wir auch direkt. Bam. Bam. Und die 8. 8 haben wir nicht. Aber Finger. Finger können wir jetzt auch wieder upgraden. Bam. Und nochmal upgraden. Bam. Und nochmal upgraden. Bam. 15. Auf wie viel geht denn das maximal? 15. Echt jetzt? Ja. 15 dürfte maximal. Okay, Hanni macht hier gerade Stress. Ich muss mal kurz die Tür zu machen. Wir sind jetzt auch bei S, Peter. Okay, und der Chat sagt 25. Genau, wir sind jetzt bei Glauben Scaling. Okay, 25, nicht 15 scheinbar. Aber trotzdem ist 15 oder 14, wir hatten das ja letztes Mal schon gesehen, dass beim nächsten Level das Scaling auf S geht. Das ist ja, stimmt. Ganz Scaling nice. Haben wir jetzt auf S. Das heißt, wir können jetzt auch ordentlich... Guck mal bei der Sense.
Das ist immer noch C. Aber jetzt können wir halt durch Glauben weiterhin unseren Damage erhöhen, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal verbessert wird bei der Kriegs-, bei der Sense. Keine Ahnung, ob das nochmal besseres Scaling bekommt irgendwann. So, wie viel haben wir jetzt noch über? 33.000. Das heißt, wir können sogar noch leveln. Wait, what? Was ist mit der Asche? Achso, Asche. The Spirit. Die Tür gerade zugemacht, jetzt hast du sie wieder aufgemacht. Ja, die können wir nicht. Da fehlt uns noch die 5. Aha! Wusste doch, es war irgendwas mit 5 steht. Was ist mit Fiona? Also, wir waren aber jetzt. Nee, ich glaube, die meinen hier 4, oder? Dann sammelt doch mal die 5. Ja, wo gibt's die denn? Wir sind jetzt im Gebiet, wo es 6 und 7 gibt. Und vorher hatten wir, glaube ich, immer 3er. Oder 4er? Aber 5 haben wir noch nicht so wirklich gefunden. Fiona ist Shreds Frau. Wer ist Shred? Du meinst Shrek. Achso, ja, stimmt. Das ist richtig, ja. Fiona. Oh Mann, ey, ich glaube nicht. So, waren wir Plus 5 gibt es in dem Gebiet, wo ihr durch eine Teleportrune hinkommt. Da, wo der erste Drache war. Der erste Aber Drache war? Der erste Drache war im Sumpf. Ich wollte gerade sagen. Say what? So. Weißt du, was ich gerne mal machen würde, Christian? Wir haben ja jetzt mittlerweile 6 davon. Ich würde gerne mal so einen Runenbogen benutzen. Ja, sieht ordentlich aus. Wait, du siehst auch wieder gefährlich aus. Du siehst Das ist ein Reiter! Oh. Ich war fast fertig, du Arschkeks. Fast fertig. Oh, da bist du mir jetzt aber unangenehm nahe gekommen. Double Kill. Noxmönch Beinschutz. Vielleicht erfahren wir ein bisschen was über diese Noxmönche, die hier abchillen. Vor langer Zeit erregten die Nox den Zorn des höheren Willens und wurden tief unter die Erde verbannt. Jetzt leben sie unter einem falschen Nachthimmel und warten seit einiger Ewigkeit auf das kommende Zeitalter der Sterne und auf ihren Fürsten der Nacht. Mhm. Mhm. Hier leben also die Nox. Die haben sich diesen geilen Nachthimmel konstruiert. Ich weiß nicht, ob die das waren oder ob der schon vorher da war. Auf jeden Fall ist das deren Himmel. Die haben schon 100 Jahre kein Tageslicht mehr gesehen oder wie lange. Also sind die so ein bisschen wie ich. Alles geht's. Ich finde gerade keine Liste. Ich wollte mal gucken, ob die Sense noch mal besser skaliert als C. Okay, let's go. Oh mein Gott. Oh, gut, dass ich diese Rune genommen habe. Sonst wären wir jetzt schon kaputt. Sense bleibt bei C. Ja, aber wo finde ich denn das? Aber die ist halt auch wirklich Early Game, ne? Oh. Aber richtig, oh. Also die machen auch Aua mit ihrem Knüppel. Und können gut ausweichen. Aber ich bin schneller. Wiki auf Extra Life, aber ich mach. Ich dachte, da wäre ich gerade gewesen. Kann ich hier reiten? Ne, immer noch nicht. Verdammte Scheiße! Bei hier Elden Ring Wiki auf Extra Life, wenn ich da quasi die Liste runtergehe, dann endet. Oh lol, die Waffe endet ja auch bei plus 10. Snacken! Oder? Wir sind Snacken! Snacken! Oh, das sind aber ganz schön. Sehen fast aus wie Schlangen, die snacken. Das sind garstige Snacken. Stimmt, die sind ja nur plus 10. Ich dachte mir, die Liste geht nicht weiter als 10.
Ja, okay. Also, der Max Damage von der Waffe ist 213 physisch und 254 holy. Klingt erstmal nicht so wenig. Also 467 Damage. Klingt jetzt nicht wenig. Christian, ich sag dir, wie ist das? Ist hier alles nicht so angenehm. Naja, gut, irgendwann. Das sieht doch easy aus. Hey, kannst du ihn nicht töten? Ach, ich dachte gerade, was ist hier los? Aber irgendwie ist nichts passiert. Ja, Geisterteil Lilie 7. We need 5. Was beschützt ihr? Ihr seid blitzig unterwegs, ja? Maxim ist mit seinem Play aber auch schon sehr viel weiter, ne? Außerdem kommt es ja auch darauf an, scaled, wenn die Waffe, sagen wir mal, B scaled und du hast zusätzlich dazu auch noch mehr Punkte in dem Scaling drin, klar macht die dann halt mehr Damage. Ach, hier oben sind wir. Ja. Oh! Aber das ist ja das, was ich zu Peter meinte. Also es kann sein, dass die Sense halt Early Game ganz gut ist und irgendwann Late Game oder Mid Game brauchst du halt eine neue Waffe. Lass uns hier drinnen kämpfen. Hier sieht's eng aus. Okay, der eine schreibt, Maxim hat Full Dex. Der nächste schreibt, Maxim hat einen dicken Knüppel. Das eine irgendwie ist, nicht. Ja, weiß ich. Okay, jetzt haben wir die Geisterteillinie 9 natürlich auch noch natürlich gefunden. Why not? Ja, stimmt. Du kannst natürlich eine Asche drauf machen, klar. So, ne, ich dachte, der Hab dicke da Knüppel recht. Bezieht sich auf den Penis. Okay. Maxim spielt Full Stärke. Ja genau, der hatte doch am Anfang die Zweihand-Axt, oder? Damit ist der doch rumgelaufen. Ich weiß nur nicht, welche von denen. Aber ich weiß, wie die aussehen. Der Weg nach da hinten an diesen komischen Dingern vorbei gefällt mir überhaupt nicht. Guck erstmal, was die Treppe hier hoch ist. Weil so einen Dulli da, den kriegen wir noch einfacher. Da links sind mehr Dullis. Hallo? Die haben doch schon Geräusche gemacht. Hallo? Ja, das ist natürlich auch klar, ne? Also langsame Waffen sollten auch mehr Damage haben als schnelle. Jemand zu Hause? Ah ja. Oh. Ich dachte, ich guck dir auf deinen Hinterteil. Nee. Die wäre ein bisschen zu krass, die Truhe. Ja. Ameisenschädelplatte? Ist das ein Schild oder ein Kopf? Okay, ein Kopf ist es nicht. Ein Schild. Schild. Kopf einer der Riesenameisen, die in den unterirdischen Flüssen leben, wird unmodifiziert als Schild geführt und besitzt hervorragende Abwehreigenschaften. Riesenameisen sind giftige Tiere. Das Führen dieses Schilds gewährt einen Immunitätsschub. Das stimmt. Ihr dürft nicht vergessen, da ist auch noch Blutung auf der Sense. Ja, die Sense ist awesome. Aber, ne? Du hast so viel Materialien, du bist so flexibel, Waffen auszutauschen, sehe ich in diesem Spiel als absolut kein Problem an. Ja, das stimmt. Also wenn ihr in irgendeinem Teil irgendwie Bock hattet, Waffen zu testen, Elden Ring gibt einem alles dafür. Ich spiele auf meinem anderen Bild auch mit zwei Waffen. Also zwei Händer und noch so ein Sprungschwert. Und auf dem Zweihänder probiere ich immer quasi die ganzen Aschen aus, die man bekommt, weil das können wir ja gar nicht. Wir haben ja keine Waffe, wo wir mal ein bisschen mit Aschen rumspielen hier. Oh! Das ist ja praktisch. Da kommen immer mehr. Jawohl! Das ist voll die gute Kettenreaktion gewesen. What the fuck? Gut gemacht, Peter. Oh, dann kann man den Weg da hinten ja vielleicht doch leichter clearen, als ich dachte.
wollt ihr nochmal die Waffe wechseln? Ey, wenn wir eine gute Waffe finden, die ein gutes Scaling hat und ein schönes Movement, warum denn nicht? Ja. Aber die Sense ist halt aktuell, die macht halt immer noch gut Schaden. Wir haben die gerade geupdatet. Die hat eine super Reichweite, die hat ein gutes Movement. Ja, tolle L2-Fähigkeit, die wir viel zu selten benutzen. Also aktuell sehe ich da noch nicht so den... Asche der Bogenschütze. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt natürlich die Mimik. Ne? Alle anderen Aschen sind jetzt ein bisschen kacke, aber die können uns vielleicht noch Lore geben. Die Geister von Bogenschützen, die den Falkensturzrittern angehören, einer Soldatentruppe, die einst die ewige Stadt erkundete. Ihre Pfeile sind von kalten Geisterflammen erfüllt. Trotz ihrer etwas plumpen Methoden arbeiten sie gut im Team und lassen mit einem lauten Kriegsschrei einen Pfeilhagel auf den Gegner niederprasseln. Okay, du hast Twinblade mit 120 Blutung. Achso, du hast den Blutungsdings drauf gemacht, okay. Das ist für die Mimik wahrscheinlich ganz geil, ja. Ich auf mein Twinblade Magic gemacht. Deswegen, also mein Twinblade, und ich bin ja noch lange nicht so weit, macht ungefähr genauso viel Schaden wie die Sense. Lol. Da war nicht getroffen. Na, du hast den Hut getroffen, Peter. Oder Blitz ist einfach effektiver. Ey, wieso sind die eben so krass explodiert? Ja, die hier blitzen nicht. Die anderen haben so Blitz die ganze Zeit. Ja, stimmt. Nein, nein, nein. Glaube ich nämlich auch. Also Midlander sagt auch, gibt so viele Waffen in dem Game, dass der Hammer, ihr werdet noch echt lustige und gute Waffen finden, die ihr testen wollt. Ja, das denke ich auch. Aktuell finden wir auch super viel für Sorcerer, also für... Oh. Noch mehr Geisterlinien, die wir kaufen können. Eben hat jemand geschrieben, damit könnte man die Fünfer kaufen. Vielleicht steht er ja dabei. Ja. 4, 5, 6, Tatsache, nice. Geil. Darauf erstmal einen schrubbern. Okay, das heißt, da können wir dann unsere Mimik auch mal richtig ordentlich aufwerten. Oh mein Gott. Ah ja, ein Bild. Ich weiß nicht, wieso du diesen Schritt zurückgemacht hast, aber der war gut. Ich weiß nicht, ob es Instinkt war oder Zufall. Ich glaube schon. Nie lange dastehen bleiben, wo ein fucking Item liegt. Da konnte man rein, habe ich gesehen, Chat, bevor er ausrastet. Wollte nur gucken, wo es weitergeht. Okay. Noch eine Zehner. Stimmt. Ich frage mich, ob Jay benutzt, diese ganzen oder? Gebiete kennt, die wir hier gerade durchspielen. Der ist ja ganz woanders hingegangen. Glaube ich schon. Der ist doch eigentlich immer recht gründlich. Ja, aber der meinte, der wäre nach dem Seengebiet, wäre der in dieses andere Gebiet gegangen, wo einen der Haupttyp, der Allwissende, auch hinschickt. Da hängt doch bestimmt eins an der Decke, oder? Ja, ich sehe nichts, aber... Hier hängt eigentlich nichts mehr. Das sieht hier alles... Das ist halt nicht... Leuchtet hier der Raum, das macht das alles wieder ein bisschen weird. Dunkel. Manche schreiben, ihr habt ein Item an der Treppe übersehen. Peter hat ein Item an der Treppe übersehen. Brauchten wir nicht Dunkelschmiedestein 7? Können wir unsere Sense noch einen aufrüsten? Einen schmalen Peter. Ja, bestimmt. Hier ist kein Item. Da unten vielleicht? Also die haben das, glaube ich, schon ach, da relativ hinten. Früh geschrieben. Ja, doch, da ist ein Item. Sag ich doch. Ich habe solche. Einer. Aber nee, wir brauchen alles mitnehmen. Verdammt, okay. Guck doch ins Inventar. Pff. Hallo? Im Inventar steht, welche Steine wir brauchen? Als wenn wir schon 9:30 haben. Was? Wir sind schon 2,5 Stunden dran, oh Mann. Hey, Elden Ring, ne? Elden Ring ist insane. Okay, wie bist du gestorben, Freund? Mhm. Okay. Ich muss mal kurz weg. Da kommt was.
Hä? Hat die nicht Urlaub? Ich höre dich noch, Christian. Ja, ich weiß. Aber diese Woche haben doch diverse Leute Urlaub, oder nicht? Heute hatten einige Urlaub wegen Weltfrauentag, ja. Aber I don't know. Ich habe jetzt gerade nicht WhatsApp gecheckt. Nachtjungfer und Schwertmaidpuppen haben wir als weitere... Wieder eine neue Kategorie. Eine alte Puppe aus der ewigen Stadt. Hiermit ruft ihr die Geister einer Nachtjungfer und einer Schwertmaid. Diese Schwestern gehören zu einem kaltblütigen Volk, das fließende Waffen bevorzugt. Sie wurden aus eigenem Antrieb zu Puppen. Wieso sind die denn noch eine Kategorie krasser als... Also ich dachte, je weiter nach unten, desto krasser. Ja, hätte ich jetzt auch getippt. Aber die sind ja noch weiter unten. Die sind ziemlich nice. Jetzt müsst ihr, also, ne, das ist genau das Problem, was wir auch bei Pete's Meat Kocht haben, wenn du Sachen ranken musst. Sind die ziemlich nice über oder unter Page? Sind die ziemlich nice über Page und über Oleg? Oder unter Oleg? Und, ne? So, wie machen wir das denn jetzt hier? Die sind fast so gut wie der Page. Ja, dann Schmutz. So, der geht jetzt einfach nach da oben. Besser als Page, schlechter als Mimik. Oh. Okay. Du brauchst halt, um dich dahinter zu verstecken am besten. Ah, wir können jetzt erstmal. Guck mal, da kommt der nicht rein. Der ist bestimmt zu dick für die Tür im Zweifel. Aber du machst halt mal eben. Ich gehe mal eben hier Sachen beantworten. Ja. Als ob ich wieder ein Item übersehen habe. Jetzt hier hin. Geh doch mal hier rein. Das sieht hier ja auch wieder schon suspicious aus, alles muss ich zugeben. Hier kommst du nicht rein. Oh mein Gott! Okay, du hast mich getrickst. Respekt an dich. Aber ich kann dich ja einfach abhalten, indem ich auf dich schlage, fällt mir gerade auf. Okay, wie bist du gestorben? Nimmt das Item und wurde dann von hinten überrollt. Okay. Das heißt, die Truhe ist safe. Ist das gelb? Große Geistertallilie. Sieht gelb aus. Okay. Hey, wo habe ich denn jetzt schon wieder ein Item übersehen? Wahrscheinlich auf der Brücke, war, wo ich so mich komplett auf diese... Als ob da noch einer ist. Du kommst nicht vorbei. Okay, das machen wir nochmal. Du kommst nicht vorbei. Ah, ich glaube, ich sehe das Item auf der Brücke. Ah ja, wieder ein schönes goldenes Rühnchen. Diese Welt ist weird, Chat. Sehr, sehr weird. Ja, die droppen die Items zum Respawn. Ja, die Larventräne. Ja. Oh Gott. Das war ein Geist. Ziel fixieren. Ah, das ist tatsächlich ein sehr guter Hinweis gewesen, muss ich sagen. Was ist denn das da oben? The fuck bist du?
Oh, ich dachte, ihr hättet euch da alle gegenseitig schon gekillt. Also die explodieren auch wieder nicht, obwohl die so blitzdingsen. Das ist aber interessant. Ah doch. Ah, die blitzdingsen nicht alle. Ah. Ja, den Raum haben wir mal wieder gerockt. Hier sind ganz schön viele Truhen. Ich muss sagen, wir gönnen hier richtig ab. Schmiedestein 7. Hat eine geile Welt, ey. Wenn man Rannis geile Quest... Okay, wo geht denn... Okay, bevor ich da jetzt hochgehe, wo ging denn bei der anderen Sache hin? Wenn man Rannis geile Questlein nicht macht, kommt man hier gar nicht hin, oder? Also... Oder gibt es noch andere Wege? Doch, kommt man wohl. Okay. Das wäre sonst halt echt schon hart versteckt, muss ich sagen. Schmiedestein 6. Doch, man muss nur Radar machen. Stimmt, das Ding geht natürlich so oder so, knallt halt auf die Erde, ne? Das heißt, so oder so kann man da runtergehen, ob man jetzt von der Quest dahin geführt wird oder nicht. Das stimmt. Ihr habt ihr Radar gemacht? Mit einer Armee von Verbündeten. Geiler Kampf. Ist aber alles optional. Ja, das ist halt insane. Gibt's halt nicht solche Spiele. Solche AAA-Riesen-Games, wo so viele Sachen komplett optional sind. Meiner Meinung nach gibt's das nicht. Komplett einmalig. Außer bei From Software Games. Oh. Ja, Skyrim. Stimmt, Skyrim auch. Aber Skyrim ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre her, ne? Breath of the Wild finde ich auch ein gutes Beispiel. Red Dead Redemption 2 wäre auch noch ein gutes Beispiel. Witcher 3, Wolf Team. Ja, Lost Ark kenne ich natürlich nicht. Ancient Impact kenne ich auch nicht. Ja, Kai auch. Alter, macht der Damage. Okay, da hat jetzt leider unsere Dingens ziemlich verkackt. Aber wir haben den Rest hinbekommen. Oh, die haben aber echt gut Damage gemacht. Naja, 50 AAA-Titel haben wir nicht genannt. Okay, was passiert? Ja, ich mache hier das Level weiter, wa? Was noch? Geil. Schauen wir ihn noch nicht. Wie groß ist denn die Lebensleiste, ey? Holy moly. Ja, da war jetzt ein NPC. Schade. Alles schade? Ja, da war jetzt ein NPC. So habe ich auch... Ich habe ja diesen Schlosstyp im Schloss Sturmwind da, den Typen hatte ich ja gekillt. Der sah halt aus wie ein Gegner und saß irgendwo rum. Da habe ich den gebackstabbt. Fand der nicht so nice. Mond von Noxtella. Warte, war das für eine Kategorie? War das ein Talisman? Scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Dieser legendäre Talisman ist ein Schatz aus Noxtella, der ewigen Stadt. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Dieser Talisman symbolisiert den verlorenen schwarzen Mond. Der Mond von Noxtella bestimmt den Lauf. Warte mal, der erhöht den um 2. Ja, dann kannst du 2 mehr mitnehmen. Krass. Leider nicht gut. Naja, ja. Also ob du wirklich 8 Zauber mitnehmen musst, ich weiß ja nicht. Irgendwann ist dann auch mal gut.
Ich glaube, das ist aber das Ende vom Aufgang. 5 reichen komplett. Ja, guck mal, wir haben 6. Ich glaube, dann habe ich hier alles geklärt. Was ist mit Speicherplatz gemeint? Die Anzahl der Zauber. Da geht er am Ausgang vorbei. Wait, da war eine Tür. Oh. Das macht gar nichts, Peter. Zufällig war auch das Essen fertig, also... Ah ja, okay. Falls der Chat wieder fragt, es gibt gebratene Zwiebeln mit Zuckerschoten und Cocktailtomaten, dazu Calamari. Geil. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Na, oh, Saat. Schon mal gut. Lol. Klar, das ist das nächste Riesengebiet. Ich glaube, davon haben wir jetzt 2, oder? Oh, Alter, wollt ihr mich komplett verarschen? Riesig ist dieses Gebiet, Alter! Eigentlich wollten wir ja die Statue auf den Sims stellen. Ja, und vor allen Dingen in dem anderen Gebiet bin ich noch nicht komplett fertig gewesen. Da fehlt noch ein Weg. Okay, hier ist Sackgasse. Ja, deine Sackgasse war kein Item, scheiß Open World. Viel zu leer alles. Ja, hier würde ich schon ganz gern mal reiten können, ey. Ich find's unfassbar mittlerweile, wie häufig man dieses... Also alleine schon heute wieder, ne? Wir haben uns irgendwas vorgenommen und dann... Oh, guck mal da, weißt du? 2 Stunden später. Ja, ist halt echt so. It's insane. Und das ist das Beste, was einem in einem Spiel passieren kann. Genau, den Hirsch müssen wir auch noch machen. Ja. Nein, ich habe keine goldenen Gabeln, das ist wahrscheinlich das Licht. Ganz normale silberne Gabeln. Wobei, die habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen. Die sind sogar von, wie hieß das hier, BMF. Goldene Gabeln haben schon Style. Habe ich aber auch nicht. Ja. Also ich muss sagen, hier bei deinem Sternekoch haben halt die Löffel zu den Töpfen gepasst. Ne? Das fand ich schon ganz cool. Bei Max meinst du oder da, wo wir waren? Hm? Meinst du da, wo wir waren oder bei Max? Bei Max. Ah ja. Die waren ja auch nicht golden, sondern eher so, ja. Sag mal, Messing? Kupfer. Ja, irgendwie sowas. Ich hab dir eigentlich guten Appetit gewünscht, falls nicht, guten Appetit. Ja, gut, danke. Oh, die brutzeln wieder. Ja, zieh die zusammen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, die smart wäre. Da sind 3 zusammen. Da sind ja, auch 3 zusammen. Ach, diese Welt ist so riesig. Es ist überwältigend. Das war ein Button bei Stefan Raab, ne? Alle 3 zusammen. Ja. Explosion! Explosion! Das ist für die Runen tatsächlich ganz geil. Ja, der andere muss mitkommen. Er ist verwirrt. Komm zusammen. Irgendwie
ist das nicht so, wie ich mir das jetzt hier vorgestellt habe. Ist Blitz besser? Ich dachte, die wären aus Blitz. Jawohl. Oh Gott. Also ich kann Blitz mal probieren, aber ich dachte, wenn die schon Blitz sind, dann ist das ja irgendwie... Ja, liegt ja nahe, ne? Aber ich kann mal ausprobieren. Ah, oh, Blitz ist besser. Danke. Ach, das ist doch jetzt frech. Oh, das war jetzt vielleicht unnötig. Nee. Hä? Wie bist denn du gestorben, Bruder? Einer! Manchmal bin ich mir ein Fadenkreuz, würde diesem Spiel auch nicht unbedingt. Oh. Also würde ihm gut tun. Naja. Alter, das ist halt Bullshit. Ich habe den anvisiert. Das war gerade sehr lucky, dass ich die da oben anvisiert habe. Vielleicht hängt da noch einer. Juhu. Ja, davon haben wir jetzt schon ein paar gefunden. Mhm. So. Angriff von hinten! Oh oh. Okay. Aua. Scheiße. Okay, lass keinen Quatsch jetzt hier machen. Alles wurde gut. Blaze heute gefunden? Nein. Der Inji, nee, so hieß, hieß der Inji oder Jin Inji? Inji. Ne? IJI hieß der, glaube ich. Der hat auch gesagt, wir sollen nicht auf den warten. Der hat einen Special-Auftrag. Ja. Oh, wo gehst denn du hin? Oh. Weiter nach unten. Oh, da kriegt man hier noch Pimpernelles. Also bis man bei den Wurzeln angekommen ist, das würde aber ganz schön lange dauern, ey. Ja, Runen haben sich gut angesammelt, wenn man überlegt, dass wir auch noch 9 Stück von den 10ern im Inventar haben. Oder haben wir die benutzt? Nee, haben wir nicht. Was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Das ist doch... Nee, nee, nee. Ja, mach wenigstens die Gnade an. Ja, aber hier ist kein... Doch, da ist eine. Aber ich will jetzt auch nicht leveln. Ich habe da oben schon so viel geklärt. Ich clear da jetzt erst zu Ende. Oh. Der Greed. Ne, das ist nicht Greed, das ist, ich will nicht alles normal machen. Ist das Greed? Naja, das stimmt. Okay, merkt ihr, sollten wir da irgendwann nochmal hingehen, da unten mit Anni reden, Rani. Aber auch echt viel. Oh oh. Nee, du bist das mir egal, sorry. Nee. Das ist es nicht wert. Ja, gefühlt ist hier generell nicht so viel, was es wert ist, aber dann hast du zwischendurch so einen Dunkelschmiedestein, dann denkst du dir, ach Gott sei Dank, haben wir das noch gemacht. Ja, ich kann verstehen, was du meinst, Elvin. Aber hier hat man noch so das Gefühl, da musst du unbedingt hin. Oh oh. Ah. Ja. Oh mein Gott. Okay, die sind hart. Aber es sind ja nur 43.000 Seelen, die du jetzt holen musst. Nein, du bist noch du bist am Essen. Bitte, ich bin nur am Trinken. Okay. Weil wäre jetzt richtig dumm, wenn ich da einfach reingefallen wäre.
Ja, genau, kein Druck. Haha. Blade findet man erst sehr viel später wieder. Ah, okay. Aber hat er ja auch gesagt. Wie er uns direkt wettmacht. Ah ja, Runenbogen, damit wir die Dinger nicht so schnell verlieren. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Ach, der Ding hat uns trotzdem gerade getwo-hitted, ey. Okay. Operation. Runen zurückholen läuft. Frage ist, ist da hinten noch was Relevantes oder scheiße ich einfach auf die beiden Dudes? Da ist zumindest eine Nachricht gewesen. Guck mal auf die Map. Das sieht aus wie Ende. Weiß ich nicht. Also ja, kann halt sein, dass da Ende ist. Da ist nix. Tu es. Rein da. Ihr wollt nur sehen, dass Peter die Seelen, die Runen verliert. Ja, ist halt echt so. Da ist bestimmt nichts Relevantes. Aber jetzt, wo hier sowieso alle Gegner wieder da sind, können wir tatsächlich auch die Runen investieren. Das stimmt. Two fingers. Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Aryan, he was a colossal failure on the part of the two fingers. Oh, that's so hard. Blythe and EG both. Art willing to give too much to me. Yet, they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything. And rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one. Kind of heart. As kind of heart as they. Ah. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou'st heard. Forget. Ah. I've let slip. Ja, das Gefühl, Rani wird nicht unsere beste Freundin. Okay, wo rein? Hm. Naja, wir können wahrscheinlich zwei oder sogar vielleicht drei Level machen. Ich würde einen auf jeden Fall in Leben tun. Glaube ist auch nicht verkehrt und Geist eigentlich auch nicht. Ja, ich würde dann aber erst nochmal gucken, wie das mit dem Ableveln aus ist. Ja, aussieht. Ob wir da noch viel, weil das hat auch viel gekostet. Ah, hm. Na, erst geben wir die Perle. Hallo. Ach stimmt, die müssen wir erst kaufen. Jetzt könnten wir hier eine 6er kaufen, die kostet 6000. Aber ich guck mal nur sicherheitshalber nach, dass wir auch definitiv keine haben. Brauchen wir dafür nicht 5? Wir haben sogar eine 6er. Wir haben 5 Sechser. Ja, im Zweifel gucken. Die 5er müsst ihr kaufen. Ach so, war das? Moment. Mhm. Wir sind Achso, das meintest du, brauchen wir davon nicht 5. Lol. Nee, ich dachte, wir brauchen 5 von den 6. Also 5 Sechser, oh mein Gott. Nee. Okay, wir brauchen eine 5er. Und davon eine. Okay. Peter, du hast mit dem Vagabund gestartet bei dir, oder? Ja. Okay, also eine 5er. Grüß dich.
Jetzt können wir hier einmal leveln. Schmiedestein Stufe 3. Wo kann man die am besten fragen? Hat Kampfknopf gefragt. Ich würde sagen, in den Minen, die nicht komplett am Anfang sind. War das nicht sogar eine Kristallmine? Ja, klar. Oder waren das schon Vierer? In der Kristallmine von Raya Lucaria. Also die ist dann auch direkt an der Burg. An dem. Scheiße. Ja, später kannst du die kaufen, aber man weiß ja nie, wie weit die Leute sind. Okay, Alter. Jetzt haben wir es auf plus 8 und brauchen einen 8er für plus 9. Genau, weil es gibt 10er Steine nicht. Ja, das heißt, du brauchst für den Schritt von 9 auf 10 die 9. Okay, und hier fehlt uns aber noch der Stein. Und da die 8. Jeweils, okay. Jetzt. Okay. Jeweils die 8. Jetzt haben wir 6.600. Nee, ja, wir haben auf plus 7, da stand plus 8. Also. Ja, jetzt noch beim nächsten ist 4 plus benutzen. Können wir dann noch einmal leveln? Dann passt das wieder, Chat. Was erhöht sich eigentlich beim Leveln von den Geistern? Dart-CP, die Krassheit. Ja, die sind dann krasser, genau. Krassheit ist ein guter Begriff. Servus. Was ist SRL? Sir Lancelot Hamilton, 44. Hi. Ah ne, da waren wir fertig. Stimmt, guck nochmal, bevor du dich portest bei Rogier. Ah ja. Ob der mal wieder aus seinem Schlummertraum da... Oh. Lol. Okay, der ist tot. Spitzhut der Zauberklinge und sein... Alter, wie viel Kram man für Zauber findet. Oh Mann. Rogers Brief. Was? War der nicht dabei? Ich habe ihn jetzt auf Anhieb zumindest nicht gesehen. Ja. Weil er hier ist. Eins hatte ich glatt vergessen. Es scheint, die hat einen jüngeren Bruder. Ich habe gehört, er schlummert in dem Aquädukt bei der ewigen Stadt Nokron. Okay. Angeblich trat er gar nicht weit entfernt von dieser Stelle vor den Prinzen des Todes. Nokron waren wir. Waren wir auch in dem Aquädukt? Scheinbar nicht. Alter, scheinbar nicht. Oh Gott. Alter. Okay. Und wir haben das Set von dem gekriegt. Das Zauberer-Set. Spitzhut der Zauberklinge. Ein Zeichen der Ketzer. Sein Leben lang zeigte Roger keinerlei Gefühlsregung. Niemand bemerkte seinen Zorn, seine Trauer, sein Bedauern oder seine Furcht. Moin, Alter, das klingt ja super geil. Ja, okay. Okay. Aber ich gehe auch mal davon aus, weil es so wie in dem Gebiet, sage ich mal, Zauberer gefeedet werden. Danach wird erstmal Ebbe sein. Ach, du willst wieder zurück. Josh, die Perle. Masterclass. Ja, ich mach das jetzt hier zu Ende. Ich will doch jetzt hier mal was abschließen. Wir können doch nicht 15 Seiten öffnen. Ich muss nicht mal da oben alles erforschen, aber ich will wenigstens dieses Gebiet abhaken können. Da rechts war eine Lili. Neun. Das müssen. Haben wir davon nicht eben schon die neun? Also vom Stein haben wir den neun. Von der Lilie jetzt auch. Boah, wir bräuchten echt zweimal eine 8. Abschließend sagt er. Licht Gott. Anmachen. Der macht mich fertig. Ohne Witz. Dieser wählt die längste Seite. Okay. Oh mein Gott. Okay, warte. Wenn jetzt ein Ameiseneier, Peter. Wenn das jetzt hier noch so ewig weitergeht, können wir auch zurückgehen zu dem anderen Ding. Hier. Aha. Wieso da haben da? Wir nämlich noch die, also hier ist doch Nokron, oder nicht? Ja, ach, ganz links. Doch, hier da. War Nokron. So, und hier ist vielleicht das Aquädukt. Da. So, wir haben immer noch nicht den Elch bekämpft, aber hier ist das Aquädukt. Das da stimmt, den zweiten Elch müssen wir machen und eventuell finden wir da dies...
Geschwisterchen. Eins, zwei. Naja, ewig ist übertrieben. Erste echt ein weiter Rani, das wird geil, no. Geht noch weiter bis zum nächsten Grace. Oh Gott, ihr macht mich fertig, Chat. Die Frage ist, der ist im Aquädukt, also wo finden wir den da jetzt wieder? Doch, guter Plan, alles klar. Ja, also hier ist ja das Aquädukt. Ja. Also hier waren wir ja noch gar nicht drin. Oh oh. Mag den da rechts nicht. Das heißt... Oh, die Szene war so gut, ey, wie der einfach den Aufzug hoch ist und dann da runter geklatscht kam. Ach so, so einer ist das. Ja. Das ist jetzt natürlich doof. Aber wir sind krasser geworden. Oh. Okay, so viel krasser sind wir doch nicht geworden. Okay, let's dance. Du musst dich halten. Ja, ich weiß, irgendwann. Ich kann aber gerade nicht. Ja, ja. Oh, oh. Hallo, ist gut. Bullshit. Scheiße. Selbst da hat die Pause nicht gereicht, um den Hit reinzudrücken. Oh. Scheiße. Oh. Da konnte ich mich nicht mehr bewegen. Das war eine gute Kombo. Ja, der ist langsam, aber schnell. Ich würde einmal neu starten, Shareplay. Ja. Wobei den Angriff, den ich am meisten von ihm hasse, hat er noch gar nicht gemacht, dieses nach vorne stechen. Das sieht immer so aus, als hätte der da die Reichweite von über 9000. Trifft einen so häufig. Aber der lässt einem nicht viel Zeit. Weder zum Trinken noch zum Zaubern. Wäre schon krass. Langsam aber schnell, ja. Ich habe gar keine Nachricht bekommen, oder? Ich finde es schön, dass Waldorf und Stadler uns in der Abramwitz schreibt. Warum stolpert man gelegentlich zwischen Österreich und der Schweiz, da Liechtenstein? Nice. Nice. Okay, du bist. Warte mal. Ne, hier bist du nicht lang. Da bist du. Ist das überhaupt richtig, wo wir hier lang gehen? Was sind die ganzen Effekte, die hier sind? Ja, da müssen wir lang für das Aquädukt. Nach dem Spawn. Ach so, die Resistenz. Stimmt, theoretisch müssten wir eine Rune essen, ne? Frage ist, ob das gerade Sinn macht. Mit dem Boy. Der kann mir mal gestohlen bleiben. Was haben wir denn hier? Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, wie viel gibt der? Weiß ich nicht, 1000 Runen oder so? Ja, die geben halt immer eine Asche, ne? Also, aber die, damit können wir ja auch nichts anfangen. Echt? Die oder? Normalen geben immer eine Asche? Nee, die haben keine Asche gegeben. Die haben uns sogar Anrufungen gegeben, tatsächlich. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Der eine Drachenschwanz hat uns der eine gegeben. Stimmt. Und das andere... Ja, das war diese Ramme. Dieses nach vorne, mit dem so schildmäßig nach vorne rennen. Wieso hast du hier gekämpft? Was war hier los? Wieso ist hier so viel Platz? Das ist aber was anderes, ne? Also der hat die gleiche kranke Rüstung an. Aber der hat eine viel größere und längere Waffe. Ich weiß nicht, ob ich da... Oh nein. Okay, bevor du dich einmischst, komme ich mal kurz zu dir geschlichen. Oh oh. Oh.
Boing. Ja, was machen wir denn da gegen den? Zauberspruch voraus. Das ist doch auch wieder Bait. Ist der Gülden? Der ist Gülden. Bleib hier! Das ist ein Witz. Was war das für ein Satz da vorne? Reicht. Ne, reicht nicht, oder? Haben wir letztes Mal gehabt. Ah doch! Heilung der Ordnung. Oh, das ist ein Filzzauber. Ah, da können wir uns bestimmt hier Madness mit wegmachen, oder? Lindert die Belastung durch Todespest. Ah ja. Eine Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung wird bei der Jagd auf jene eingesetzt, die im Tode leben. Die Goldene Maske klagte über den Stand der Jäger. Wie leicht es doch ist, Lernen und Gelehrsamkeit auf das Gerede von Fanatikern zu reduzieren. Denn letztendlich war in ihrer Torheit ihr einziges Bestreben, ein absolutes Übel zu bekämpfen. Aber sind solche Beweggründe Teil der Grundlagen der Ordnung? Das ist mir too deep. Ja, wir auch. Too deep von mir. Nix von Neid. Jetzt rechts. Runtertreten? Achso, hier, ja. Oh, was? Ich habe noch nie was Größeres gesehen als 10. Okay, ich auch nicht. Okay. Also 10 gibt 5000. Dann vielleicht 6, 7, 7,5? 7,5 vielleicht, ja. Oder 8? Irgendwie sowas. Ich meine, 10 5000 gibt 11 vielleicht 6000 und 12 vielleicht 7000, vielleicht gibt es so 8000. Ich weiß nicht, wie sich das steigert. Also, ob irgendwann die mehr oder weniger geben. Ja, ja, jetzt ist eigentlich nur die Frage, hier weitergehen oder. Also, ich bin ja eigentlich dafür, den haben wir noch nie besiegt. Ist das überhaupt? Das ist halt so ein Ritter wie der da unten, nur nicht mit dem Schild, sondern irgendwie mit so einem fetten Stab. Okay, solange er kein Schild hat, ist ja schon mal gut. Kann man nicht. Oh oh. Das ist ja, das war quick. Quick and dirty war das. Aber hallo, Alter. Das ist mag ich an den Ritz. Oh, was? Ich hab gerollt. Gerade mehr mitgegeben. Die geben einem im Nahkampf keine Ruhe. Das ist keine Sekunde. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht getestet habe, ist, wenn du weiter von ihm weggehst, wie seine Möglichkeit aussieht, Distanz zu überbrücken. Bei dem anderen ist es dieser Stich. Das werden wir jetzt mal rausfinden. Einfach nicht in den Nahkampf gehen. Ja. Da hat er aber dann doch wieder ein Interesse dran, in den Nahkampf zu gehen. Also bei dem mit dem Schild, der hat dann so ein, der kommt nach vorne geschossen und sticht zu. Das hat das hat viel mehr Reichweite, als man denkt, weil man halt annimmt, okay, das Schwert hat, keine Ahnung, 1,5 Meter lang, also wird er halt 2 Meter Reichweite haben, aber irgendwie hat er 5. Und das ist schon echt krass. Aber ja, also Backstab, entweder habe ich da ganz komisch gestanden oder geht nicht. Den kannst du, glaube ich, fast mit dem Zauber anfangen. Oh. Oh oh, der kommt gecharged. Hä? Okay, lass erst den da hinten machen.
den Ritter, gegen den du gekämpft hast, runtertreten. Ich glaube, der lässt sich nicht treten. Also ja, du kannst eine Faust auswählen und den mal irgendwie hauen, aber ich denke, der würde ihn nicht mal wirklich jucken. Okay. Oh, 400 gegen 279. Also, ja, aber der eine braucht zu lange zum Aufladen. Oh, Alter, okay. Der hat schon gut Reichweite von sich aus. Okay, damit geht er aber auch bis nach hinten. Ich weiß nicht, was hinter dir ist, ne? Stimmt allerdings. Ah ja. Ja, finde ich gut, dass ihr das auch macht. Der Angriff ist eigentlich geil. Ja, ist ja auch. Also gerade so für Fernkämpfer ist das der Angriff, wo du ein bisschen Zeit hast. Oh mein Gott! Ah, da ist der Gap Closer gewesen. Ja, das kann man so sagen. Ist ja auch nice. Okay. Der kam unerwartet. Der mit dem Speer geht, der mit dem Schild killt mich meistens. Ja. Ich finde den mit dem Schild auch super unangenehm. Aber aktuell haben wir den Speerboy. Der ist jetzt auch nicht so angenehm. Oder helle Bade oder so. Ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied... Also Speer ist es ja... Eigentlich auch eine Dunkelbade. Bestimmt. Hat er auf Christians Soundboard gehofft. Ich habe gerade die Fingerchen am Controller. Hallo Maximatir. Dankeschön, by the way, Richter Robin für den Resub, Basketmacher, Kleber 5000, Highline 42, Alpha Replay, Iron Eagle, Justin, Lea Nuka, Golgos, Zures, De König 83, König. Andere König. Andere. Secret SWT, Garzi, Heisenberg, dankeschön für das Trinkgeld und Dead Brain und alle anderen. Dead Brian, nicht Brain. Das Drogengeld. Ey. Taube netzte Herber. Ah ja. Okay, was hatten wir denn noch nicht? Das hatten wir noch nicht. Oder der Blitz. Den würde der jetzt voll abkriegen, oder? Ja, das stimmt. Bam, Junge! Okay, du hast mir mehr Damage gemacht als ich dir. Kann man so sagen. Okay, der hat jetzt wenigstens doppelt getroffen. What? Okay. 360 No-Scope. Probier den jetzt mal zu machen, ohne dass wir die drei davor machen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Zauber gegen den nutzen will oder den im Nahkampf machen möchte. Learning by doing. Mag das Pieksen nicht. Okay, 500. Oh Gott, ich war gerade am... Okay, das war keine gute Taktik, die ich hier angewandt habe, muss ich leider sagen. Weil die alle drei kommen. Ah, ja. Oh Gott! Was ist denn hier hinten noch? Müssen wir ein bisschen erkunden. Ja. Gute. Aber ich glaube, du hast Gäste. Oh, da sind ja noch mehr. Mhm. Interessant, da war ein Item, ist gut zu wissen. Ja. Schön. Ja, ja, hier kann man noch so ein bisschen lang gehen. Naja, interessant. Hier. Was ist das? Das ist der NPC wahrscheinlich. Okay. Ja, okay. Den wollen wir jetzt nicht töten. Deswegen. Ihr hinten seid weg, außer du. Dann wegstaben wir dich doch jetzt mal. Und dann kämpfen wir gegen dich. Okay, der war fies. Der war der 360, die der Christian gekillt hat.
schon in diesem Ultra-Modus, oder was? Moment, ich wurde gerade beschossen und ich weiß nicht von wo. Ach komm, das ist frech. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Okay, man sollte die drei vorher machen. Das ist ganz schön voll, ey. Das war nicht schlecht. Oh, ich komme gegen mein Mikrofon. Sorry. Ich weiß nicht warum, wie ich das mache. Ich glaube mit dem Kabel. Boah, der ist schon echt ein bisschen Schmerz im Popo, Ja, der ist Schmerz im Popo. Weil der andere Zauber hat er jetzt auch nicht so den Mega-Damage gemacht. Also als Entry-Zauber ist auf jeden Fall der, der Madness. Hier, Madness ist ganz geil, der macht 800 Damage, hat er gemacht. Problem ist halt bei ihm, je länger der Kampf dauert, desto mehr verliert man halt. Na, gucken wir mal. Mimik können wir hier nicht beschwören, Chat. Das ist hier nicht drin. Das wäre auch krass. Ich fände, das wäre angebracht. Bei jedem billig Kackboss kannst du die Mimik beschwören. Aber bei den schweren nicht. Vielleicht sind die deswegen schwer. Weil sonst wären sie nicht schwer. Das ist possibile. Ja, also selbst wenn du den nach vorne treten könntest, der würde niemals runterfallen. Also der fliegt ja nicht so wie bei Worms. Ich glaube auch, ja, bin ich ganz bei dir. Das Problem ist, wenn ich hier stehe, trifft er mich halt immer noch, wenn er sich umdreht und mich schlägt. Dann gehen wir noch einen Schritt zurück. Okay, das hat jetzt nur 550. Ja, ich war noch wahrscheinlich weiter weg. Alter Schwede. Kommen wir mal näher ran hier. Jetzt bist du, ich bin genau in die Kombo reingerollt. Ja. Aber, also den letzten Schlag, egal von welchem, also wahrscheinlich nicht egal, aber den letzten Schlag von der Kombo kann man sich, glaube ich, echt erlauben zu blocken. Dann wirst du zwar nur zurückgeworfen, aber danach, wenn kein Follow-up kommt, kriegst du halt nicht, Damage. Hattet ihr nicht diesen Charge-Zauber? Was ist der Charge-Zauber? Ist doch das, was wir machen, oder? Den er auch macht? Was? Maximator! Dankeschön! Für 5 Stufe 1 hast du. Guck mal, dann laufe ich doch hier einfach mal gegen eine Statue voller Freude. Ach, der Schulter-Charge. Ja, den haben wir noch nicht ausprobiert. Den haben wir aber nicht dabei. Den müssen wir am Dings wechseln. Brauchen wir nicht. Oh, Rennen ist auch noch eine neue Erfahrung. Aber den scheint das hier zumindest alles nicht so zu stören, bis er Schaden kriegt. Habt ihr den großen Bogen nicht mehr? Den großen Bogen? Wir haben nie mit Bogen gespielt. Auch wieder nur 500 noch was. Aha! Geblockt. Du hast genug weggestanden. Nee, du hast geblockt. Okay, aber das war schlecht. Ich muss mich heilen und ich weiß nicht wann. Jetzt. Es war ein Fehler. Jetzt. Okay, jetzt wieder rein. Geh jetzt auf Nahkampf. Ah, da macht er ein Mehrfach-Kombo, okay. Ach, frech. Ja, das ist okay.
Ausdauer. Frech! Oh, auch frech. Ah, das ist gut. Das ist fake! Oh, da muss man so lange warten, wenn er den macht. Das ist gemein. Oh fuck, nee, ist zu früh. Dann ist scheiße dieser Scheiß. Heilung wechseln. Zeit satt. Knapp, der ist machbar. War aber knapp ist untertrieben. Ja, der war knapp, aber das ist cool. Guter Try gewesen. Ja, könnte man so sagen, ja. Man hat genau gemerkt, so scheiße, ich habe nichts mehr zu heilen. Der hat gerade seine Combo gemacht. Stirb. Ja, ich dachte, er wäre auch durch mit der Combo, ja. Aber da habe ich ihn falsch eingeschätzt. Das Problem ist, finde ich, dass die Combos unterschiedlich schnell teilweise sind. Also du kannst dich nicht darauf einstellen, okay, er macht jetzt einen mittelschnellen Schlag und dann kommt mittelschneller und... Oh nein. Kann dir auch mal schnell eine reinlunzen. Dankeschön, Subfahren für 35 Euro Trinkgeld. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, NSI für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Mehr Leben-Trinkets mitnehmen. Ja, haben wir Leben-Trinkets? Gute Idee. Also nee, nicht Trinkets, sondern Flasks. Erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Was machst du nochmal? Lol. Ach, das ist doch blöd. Geist, Weisheit, Arkan, Energie. Geist. Halt nur für Geist. Wie viel Geist kriegen wir denn davon? Ja, wir brauchen den Glauben. Das ist das Relevante von dem. Ist ja nur Geist, ein Weisheit und Arkanenergie. Der andere hat Glaube. Was? Oh, das wird jetzt schwierig. Der rennt mir bis Mappen Süd hinterher. Ja, das kann sein. Also das kennen wir ja von denen schon. Probier jetzt was. Ja, okay, probier ich nicht. Nee, hätte noch nicht geklappt, schade. Ich hatte vor, da über die Ecke zu springen. Ah, um die dann so runter zu baiten, dass die. Entweder okay. Das oder zumindest um ein bisschen Abstand da reinzukriegen. Nee, ich glaube, der eine Talisman gibt uns halt. Also nur. Aus dem kriegen wir nur mehr Mana. Was zwar cool ist, aber ich weiß halt nicht, ob. Da nicht irgendwie ein Talisman mit mehr Leben irgendwie mehr Sinn machen würde. Aber durch den würden wir Glaube verlieren, durch Marika. So, und durch den hier würden wir Kraft, Kondition, Stärke und Geschick verlieren. Wird echt? Marika hatte Glaube? Ja, Marika, ups. Marika hat... Weisheit, Geist, ach, Geist, Glaube, Geist und Glaube. Ja, nee, dann ist eh egal. Geist und Glaube, das wäre nur Geist. Talismale sind Bait and Damage, den ihr dadurch kassiert, sind nur im Early Worth. Ich weiß nicht, Junge. Das ist schon ganz schön. Das sind super viele Level, die wir dadurch dazu bekommen. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, bei Stärke oder bei irgendeinem Stat könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir die Sense nicht mehr tragen können. Ja, das kann auch sein.
20% mehr Damage, den wir bekommen. Das ist ja nix. Oh ja, da haben wir uns beide nicht mit rumbekleckert. Dann wäre Sense. Ja, so nämlich. Aber was mich noch interessieren würde, wenn er hochfliegt und angestürmt kommt. Und angenommen, du stehst Richtung Kante. Ah. Da war ich zu langsam. Okay. Oh oh. Nein. Okay. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn du von denen weggehst, gehen die mehr ab. Dann haben die irgendwie so den Drang, ich muss jetzt was machen. Ja. Ja, ja, ja. Dann ist das halt schwierig. Da dran ist für dich immer schwierig zu trinken, aber muss man dann halt irgendwie hinbekommen. Ja. Passwort vergessen, dann frage, warum spielt ihr nicht mehr DualSense? Das haben wir nur ganz kurz ausprobiert und haben es für schlechter befunden, weil der Angriff viel langsamer war. Ja. Würde der Drachenschwanz ihn runterhauen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, was wir noch für Zauber haben. So, davon bin ich aktuell nicht so überzeugt, auch wenn der geil ist. Haben wir das denn schon mal ausprobiert? Ich meine schon, aber wir können das gerne nochmal ausprobieren. In meiner Vorstellung kommen wir angerannt, benutzen das Ding und schießen den einmal da runter. Ah ja, okay, das wäre natürlich ganz witzig. Kann ich mir nicht vorstellen, in diesem Spiel, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Für 10% Schaden sind 40 Level worth. Ja, das sehe ich auch so. Ja, nur 40 Level sind es nicht. Nee. Also kriegst du nicht 40 Stats mehr. Nee, du kriegst 4 mal 3, glaube ich. 12 müssten das sein. Brutales Mann? Als ob. Nee, 10 pro Talisman, oder? Chat verwirrt uns hier wieder. Wir benutzen zwei Talisman. Also wir benutzen beide. Sogar drei Talisman. Rabensiegel und drei Talisman insgesamt. Holt euch ein Moonveil. Ja, das Schwert, was wir gestern gefunden haben, waren ja schon alle dran. Mega OP-Spiele durchgespielt. Müsste man für umskillen, aber... Oh, schlechtes Drama. Okay, du schlechtes Drama. Okay, ja. Verabschiedet euch von dem Ritter. Das hat funktioniert! Das hat wirklich funktioniert! Oh mein Gott, das hab ich ja nie gerechnet! Das war... Also, ich weiß auch nicht. Das war brillant. Ich hab nie gedacht, ich hab gerade echt gedacht, oh scheiße, jetzt ist der von mir am Boden gefallen mit fucking 400 Schaden. Der hat, aber der Satz, den er gemacht hat, der war ja ordentlich. Dann war brillant. Da drücke ich auf die Clip-Taste. Alles klar. Schmiedestein 5. Geht das bei dem anderen auch? Ja, aber der bewegt sich. Ja, nee, das stimmt. Also ich würde jetzt auch erstmal mit dem NPC quatschen. Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoller. Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Ja, ich schätze mal, spätestens wenn wir sterben, das sind ja normale Gegner, ne? Der wird einfach wieder spawnen. Nee, die spawnen nicht nach. Was haben wir denn eigentlich gerade von dem bekommen? Haben wir eine Anrufung von dem bekommen?
Normal droppen die doch. Warte mal. Irgendwie sowas? Ja, die, aber komisch. Naja, haben wir nicht. 3000 Runen. Ach, ein Schmiedestein. Ah ja, stimmt, den Schmiedestein 6. Dunkelschmiedestein 6, das war aber nicht der, den wir brauchten, oder? Das ist okay. Nee. Haben wir nicht gesagt, wir brauchen jeweils 8? Jeweils 8, oder? Wir haben die Sense 7, ja, und brauchen 8. Nee, ja. Und wir haben... Achso, das ist ja auch hier. Ja, wir brauchen jeweils 8. Oh Gott. So, wer bist du denn? Das sieht doch nicht aus wie der Bruder von die. Oh lol. Doch, das ist der Bruder von die. Ich glaube, das ist der Bruder. Und wenn wir dem die Rüstung geben, dann ist der bestimmt krass. Dari heißt der. Darien? Innere Ordnung, okay. Hallo, ich hab dir gerade eine Rüstung gegeben, kannst du dich mal anziehen? Ja, ich mal. Mach mal was damit. Sagt der Dari, hm? So wie Darien oder sagt der Dari, hm? Also, kommt das N jetzt von dem Namen hinten dran oder kommt das N von den Kopfschmerzen? Übrigens, vielen Dank, ne, die Idee kam ja eigentlich von dem Treten aus dem Chat, also. Ja, Chat war da aber ausnahmsweise nicht so lost. War ganz schön dabei, ja. Boah, guck mal, hier ist sogar ein ganzer Gang. Ja, da kamen die ja vorhin alle raus und haben mich fertig gemacht, die Ficker. Oh, nice. Toll. Den ich einen Teil der Rüstung an, nee. Ich will ja nicht Props hier falsch vergeben. Nee, den haben wir dem noch gegeben. Na, guck mal hier, Schmiedestein 4, na gut. Nee, wir hatten die Stulpen des verbannten Ritters an. Und der hatte die... Wie hieß die Nummer? Oh, da kommt ein Gegner, Gegner! Alter, du bist auch ein Profi da drin, im Menü von Gegnern angegriffen zu werden, wa? Das passiert voll häufig. Also voll häufig im Sinne dreimal im ganzen Playthrough. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch schon gehabt, dass das Spiel das Menü geschlossen hat. Wer macht das mal nicht? Ich weiß immer noch nicht, was das macht. Tausendfüßler rechts. Ja, hier in der Ecke da, der das Goldene ist, noch ein Tausendfüßler, den er mitnehmen kann. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irrelevanter Shit, aber... Gold-Tausendfüßler sogar. Danke. So, wie hieß denn jetzt der Quatsch von dem? Nee, haben wir ja logischerweise nicht mehr. Können wir nicht nachgucken. Also wir haben die Sachen. Definitiv nicht mehr. Hallo weg. So, war die jetzt hier raus? Ja, ne? Ja. Was? Ein Runenbogen. Ach komm. Ah. Zwillingsrüstung, ja genau. Ja, weiß ich nicht, muss man jetzt hier wieder rasten und bis der sich überlegt, irgendwie einen Renny einzuschmeißen oder so? Da ist noch einer. Ja, sorry. Keine was? Oh. Keine überquerbare Stelle voraus. Ach, hier ist einfach Ende, weil man den... Das sieht aber Bossy-Boss aus. Das sieht sehr Bossy-Boss aus. Oh, da kannst du dir so... kannst du sofort mal unsere... Genau, beim Boss... Ja, das Problem ist, wenn ich die spawne, bin ich out of Mana. Nee, das kostet kein Mana. Ah ja, das kostet ja Leben, stimmt. Dann machen wir doch mal hier Klingeling. Yo, ich, was geht ab? Können wir hier reiten? Nein. Du kannst nicht reiten. LOL, ein Gargoyle. Ach, Gargoyle. Hallo. Das ist ganz schön groß. Oh. Ach du Scheiße, machst du Schaden. Nee, 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 nee.
Ich bin gerollt, ich bin Idiot. Ach nee, das hat nicht gezählt. Okay. Okay. Hier. Nice. Nein, raus aus dem Schmodder. What? Hat der mich vorher schon mal getroffen? Oder war ich gerade One-Hit? Nee, der hat dich vorher schon mal getroffen. Okay. Willst du direkt normal oder willst du noch was umstellen? Ich will ins Bett. Ah, okay. Erst nur die Frage, nächstes Mal sollten wir da was umstellen, weil da müssen wir in der Gnade, weil beim Pfahl kannst du keine Zauber ändern oder so. Ja, ich würde eher zur Gnade mal gehen. Und dann mal gucken, was wir das nächste Mal machen. Es ist noch nicht bekannt, wann das nächste Mal ist, lieber Chat. Weil morgen streamt Sebastian Assassin's Creed. Ja. Aktuell eingetragen streamt für Freitag Javert. Ja, aber der wusste noch nicht, ob der eventuell auch am Donnerstag am Start ist. Ja genau, wenn der nicht am Donnerstag am Start ist, streamen wir am Donnerstag. Das ist richtig. Freitag kann ich leider nicht und Samstag auch nicht. Ich bekomme Besuch von einem Kollegen aus der Heimat und da bin ich das Wochenende beschäftigt und kann keinen Elden Ring spielen. Ja, ich habe am... Ja, wobei doch. Also spielen kann ich schon. Oh, Peter, Entzug. Außer Sonntag was? Vielleicht. Entzugswochenende. Sonntag? Sonntag, ja... muss ich nochmal besprechen, weil Sonntag sind wir eventuell zu Besuch bei jemandem. Ja. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das bis abends geht. Also Sonntag ist sehr potenziell möglich. Okay. Dann checkt Social Media. Wir melden uns dann nochmal. Wir raiden jetzt sofort noch jemanden. Mein Account ist nicht weiter als hier. Da werdet ihr auch nichts sehen, was hier noch nicht freigeschaltet ist, tatsächlich. Danke schön, dass ihr heute wieder dabei wart, lieber ja. Chat. Dankeschön auch an die Mods natürlich. Dankeschön an die ganze Unterstützung. Hubi, I Love und iDragonframe und Yahukra haben zum Beispiel jetzt gerade noch gesubbt. Und bald geht's weiter, ich freue mich drauf und ich schicke euch rüber zu Soviet Womble, einer meiner liebsten YouTuber, spielt gerade interessanterweise Outer Wilds, eines meiner liebsten Games. Also viel Spaß damit, falls ihr noch nicht ins Bett gehen wollt. Ansonsten euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und ja, bis dahin, haut rein. Tschüss. Stimmt, Soviet Womble habe ich auch lange nicht mehr gehört, ey.